Während in der Ukraine ein Krieg tobt, ist an der Heimatfront in den USA ein Krieg zwischen dem Kongress und der Regierung entbrannt. Im Zentrum stehen die zweifelhaften Geschäfte der Familie des US-Präsidenten. Warum wird darüber nicht berichtet? Außerdem, es gibt Neues zur thermonuklearen Sprengung der Nord Stream Pipeline und von Julian Assange. Aber all das ist nichts gegen die größte Enthüllung aller Zeiten. Denn so wie es aussieht, sind wir nicht allein. All das und mehr jetzt im dritten Jahrtausend hier live auf dem Pax Terra Musica Festival. Und damit willkommen in diesem aufregenden dritten Jahrtausend, der wirklich von einer Aufregung zur nächsten rennt. Also wir kommen überhaupt nicht mehr hinterher. Und wie gut, dass ich auch diesmal nicht allein bin. Sie sind wieder da. Der fabelhafte Dirk Pohlmann. Jetzt verstehe ich, was er gemeint hat, als gesagt, wir sind nicht allein. Aber warum das eine Sensation sein soll? Und der Elefantastische Matthias Bröckers. Hallo. Ja, wir legen gleich los. Das erste Thema ist, während in der Ukraine ein Krieg tobt und alle Medien sich darauf stürzen, findet in den USA gerade ein anderer, sehr interessanter Prozess statt. Es sieht nämlich ganz so aus, als stünde der US-Präsident direkt vor einem Amtsenthebungsverfahren. Es geht um die schmutzigen Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden oder genauer gesagt auch um die seines Sohnes. Da hat es kürzlich, ich habe es bestimmt auch gesehen, Jungs, eine Anhörung vor dem Oversight Committee im Kongress gegeben. Handfeste, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier mal sehen kann, sagen wir mal, Dinge präsentiert worden sind. Im Oversight Committee ging es eben um die Frage, wie war das eigentlich mit den Bidens und der Ukraine? Was tobte eigentlich noch? Denn wir haben ja eigentlich, uns wird immer nur erzählt, Russland will die Ukraine sich einverleiben und führt einen erbarmungslosen Vernichtungskrieg. Aber so wie es aussieht, gibt es da noch einige schmutzige Geheimnisse im Hintergrund, über die wir aus den deutschen Medien leider überhaupt nichts erfahren. Was ist da los? Naja, Matthias. Es gab ja vor, wann war das, 2 Jahren oder 3 Jahren, das Laptop from Hell, also das Notebook von Hunter Biden, dem Sohn des Präsidenten, was er in die Reparatur gebracht hat und vergessen hat abzuholen. Und nach einem halben Jahr hat dieser Reparateur das Ding wohin gebracht, ich glaube zu einem Abgeordneten oder so, der Republikaner, und an das FBI auch weitergegeben, weil da nicht nur irgendwelche komischen Pornosachen von Hunter, nicht nur er mit der Crackpfeife und so ein Zeug, ja, wo man sagen kann, naja gut, missratener Sohn, sondern eben auch anhand von E-Mails völlig klar wird, dass er und sein Vater, The Big Guy, ja, wird er da genannt in den E-Mails, und es gibt ein Transkript eines Telefonats, wo er gerade telefoniert mit einem der Leute, die ihn mit 10 Millionen Dollar schmieren wollten und 5 erst bezahlt hatten. Und er will die anderen 5 Millionen jetzt auch und telefoniert da mit dem Mittelsmann und sagt, hör zu, der Big Guy sitzt hier neben mir. Also wenn die 5 Mille jetzt nicht kommen, dann gibt's so. Also das alles ist jetzt sozusagen dokumentiert. Man hat ja, ihr müsst euch das mal überlegen, es kommt dieses Laptop des Präsidentensohns mit den ganzen Sachen. Und was passiert? Das Wahlkampfteam von Joe Biden
und zwar Herr Blinken, der jetzt Außenminister ist, der ruft beim FBI und bei der CIA an und sagt, hey Leute, ihr müsst jetzt was machen. Und 51 ehemalige Beamte und noch amtierende Beamte der Geheimdienste geben ein Schreiben raus und sagen, also das ist russische Desinformation, das ist alles Fake. Das ist, ja, also... Ich weiß nicht, ob man das mal kurz auf dem Bildschirm zeigen kann, was während der Anhörung da präsentiert worden ist. Ja. Das sind also, das ist wie gesagt Oversight Committee. Hier sehen wir den Sohn des US-Präsidenten, der gerade sein Gemächt in den Mund einer Prostituierten schiebt, die er vom Firmenbankkonto seiner Law Firm bezahlt hat, seiner Anwaltsfirma. Und das ist, und er hat sie einfliegen lassen, hat das alles bezahlt, die Flugtickets sind da, die E-Mails sind da und allein schon deshalb kann man ihn verknacken. Da gibt es ein Gesetz gegen das Mans Act oder sowas. Kann ich gleich nochmal nachgucken, wie das heißt. Also allein das wäre schon mal ein Grund. Aber das Interessante ist doch jetzt eigentlich, dass das FBI wegen der Ukraine, nicht wegen dieser Sache da, ja. sondern das FBI hat ja Ermittlungen durchgeführt oder hatte einen Informanten in der Ukraine, der ihnen interessante Sachen erzählt hat, die das FBI aber nicht weitergeleitet hat. Die das FBI nicht weitergeleitet hat, die stattdessen, und das muss, also ich muss euch ja nicht erzählen, dass wir keine und ihr auch nicht Fans von Donald Trump sind, ja, so. Aber was da passiert, es ist ein Kandidat, Trump, der kandidiert, und es kommen jetzt hier diese News, nicht nur dieser Porno-Scheiß, sondern eben das Hunter aus der Ukraine mit Millionen geschmiert worden ist. Der hat ja bei Burisma, dieser großen Gasgesellschaft, dort einen Job gehabt, wo er nie auftauchte, aber 50.000 im Monat kassiert hat. Und dann eben per E-Mail verhandelt da, jetzt aber der Rest der Kohle und der Big Guy sitzt hier neben mir und es stinkt sauer. Also wegen dieser Pornosachen oder auch wegen seiner Drogen. Er hat sich ja dann da gefilmt mit 200 km/h auf der Autobahn unter Crackpfeife. Also völlig gaga. Ja, sich selber dabei filmen und das dann auch noch, naja. Jedenfalls, der Typ ist geschmiert. Es ist ja nicht nur Hunter, sondern auch noch ein anderer. Ich glaube, der Bruder. Er ist geschnupft. Und jetzt kommt das raus und die Polizei, also das FBI und die Geheimdienste sagen, nö, alles russische Desinfo, das müsst ihr euch mal reinziehen. Was hier passiert, dass ein Kandidat, den man nicht haben will, weil er irgendwie schräg ist und von außen kommt, dieser Trump, der wird ja vom Rest des Staats, Polizei, Geheimdiensten, Behörden, rausgemobbt mit dieser Dings, die Nachrichten hier, die sind alle gelogen. Ja? Also was ist das, wenn das nicht Deep State ist, ja, sozusagen, dass also ein legitimer demokratischer Kandidat von Polizeidiensten und so weiter aus dem Amt mehr oder weniger gekickt wird. Sie probieren es ja jetzt immer noch weiter, weil der ja wieder kandidieren will. Das ist irre. Und das ist jetzt hier, dass sowas im Kongress, oder das war ein Kongressuntersuchungsausschuss, ne? Oder Robert? Ja, genau. Ja, dass sowas wird im Kongress gezeigt und es hat keine, habt ihr hier was drüber gelesen groß? Also das ist doch der Hammer, stellt euch vor, der Sohn von Olaf Scholz kriegt 5 Millionen von irgendwo aus dem Ausland, ja, und das wird existent und die Polizei sagt, nö, das ist russische Desinformation, wir untersuchen das nicht. Also Burisma schon angesprochen. Ja, klar. Weil das ist ja der Hammer. Burisma ist diese ukrainische Firma, die, wo sich Hunter Biden einlädt als Berater, diese 10 Millionen kassiert. Dann ermittelt der Generalstaatsanwalt der Ukraine und dann kommt Joe Biden und sagt, ich gebe euch 1 Milliarde Dollar nicht, wenn ihr den nicht rauskickt. Genau. Das ist doch der Hammer. Ja, naja, so ist es. Der sitzt ja dann noch im Fernsehen, der Biden. Wir haben ja nicht den Clip jetzt, kann man sich angucken, wo er davon erzählt, yes, and I told them you have to, also du musst diesen Staatsanwalt rausschmeißen und am nächsten Tag war er gefeuert, da sitzt du noch ganz stolz, ja? So. Ich wollte, ich habe im Ostern, hatte ich mit Matthias Röper in Thomas. Meiner, Entschuldigung, Thomas, ich bin dein Vater, Luke.
mit Thomas Röper hatte ich ein Interview gemacht in der TNT. Ich habe ja im australischen Internetradio so eine Talk-Sendung. Das war im Ostern. Und da haben wir geredet über den Burisma-Skandal mit diesen 10 Millionen, wo der Firmeninhaber hat alles mitgeschnitten. Er ist ja gewohnt. Also Ukraine ist ja sozusagen ein, wie Trump sagt immer, Shithole oder Hellhole, ja, in Sachen Korruption. Und um sich da zu schützen, hat er das mitgeschnitten. Und das ist ein großes Thema in den russischen Medien gewesen. Der Thomas Röper hat mir die ganze Zeit gesagt, ja, aber das kennt doch jeder. Ich sagte, ja, du vielleicht, aber hier doch niemand, ja. Und das ist eine weitere Absurdität. Das heißt, das ist, als wenn diese Nachrichten mit reitenden Booten und danach auf dem Rücken eines Wals über die Ostsee kommen und der wird gesprengt bei Nord Stream oder sowas. Es erreicht nicht unsere Gestade, es kommt nicht in die Tagesschau. Egal, was in Russland berichtet wird, wird als nicht glaubwürdig klassifiziert. Und als krönenden Abschluss dazu, wir haben gerade, habe ich heute Morgen gelesen, dass jetzt rauskommt, dass auch Facebook bearbeitet wurde, so wie Twitter, von der amerikanischen Regierung massiv, nämlich zu zensieren auf ihren Webseiten. Das ist gerade frisch rausgekommen. Also das hat mit freier Meinungsäußerung, einem funktionierenden Mediensystem und sogar mit Gewaltenteilung nicht mehr viel zu tun. Vielleicht sollte der Verfassungsschutz mal einschreiten. Der amerikanische Investigativjournalist Seymour Hersh hat ja auch zu Nord Stream geschrieben und hat auch zum Ukraine-Krieg jetzt etwas geschrieben. Interessant ist nämlich die Frage, wieso geht dieser Krieg eigentlich noch weiter, obwohl es doch so aussieht, als hätte das überhaupt keine Aussicht auf Erfolg. Das sagen ja nun auch die Militärexperten in Amerika selbst von Anfang an. Und auch der Militärberater von Angela Merkel hat das gesagt, es ist unmöglich, illusorisch Russland zu besiegen in der Art und Weise. Also warum läuft das eigentlich noch? Seymour Hersh hat jetzt hier was Interessantes dazu geschrieben. Du hattest den Link gefunden. Ja, also der neueste Artikel von Seymour Hersh, der seit er ja nicht mehr versuchen muss, in New York Times unterzukommen, auch wieder öfter schreibt, ja. Vorher hat er die meiste Zeit damit zubringen zu müssen, sich eine Publikation zu suchen, bis er dann bei London Review of Books, ja, da fehlt nur noch Gleanings in B-Culture. Ich erinnere mich, das war die Zeitung, wo der erste Flug der Welt 1903 von den Wright-Brüdern veröffentlicht wurde, weil es keiner veröffentlichen wollte. Und er hat hier mit gesagt, dass die Gegenoffensive gegen Russland gescheitert ist, sagte dieser Offizielle. Und jetzt kommt das Zitat, er zitiert, also das heißt, Hersh zitiert jemand, von dem er sagt, es gibt in der amerikanischen Intelligence Community, also in der Gruppe der Leute, die in den Geheimdiensten arbeiten, gibt es eine ganze Reihe Leute, die glauben, dass sie in keiner Weise von Präsident Joe Biden gehört werden, aber sie würden gerne, dass es der Fall ist. Und einer von denen hat mit ihm geredet und hat gesagt, dass Zelensky hat keinen Plan, außer dass er irgendwie weitermachen will. Und er ist wie eine Waise, wie jemand, der verlassen worden ist, der in seiner Unterwäsche dort herumsteht. Und wir haben keine wirkliche Idee davon, was Zelensky und seine Leute tatsächlich denken. Die Ukraine ist das korrupteste, ist die korrupteste und dümmste Regierung der Welt. Das Zitat, was ich jetzt sage, nicht von mir. Ja, außerhalb, wenn man vielleicht von Nigeria absieht und Bidens Unterstützung für Zelensky kann nur stammen aus einem Wissen von Zelensky über Biden und nicht nur, weil er sich um seinen Sohn gekümmert hat. Also hier, ich meine, das ist eine harte, wilde These, aber das kommt jetzt eben aus der Intelligence Community, wenn niemand außer Seymour Hersh zuhört und die damit rechnen können, dass das auch veröffentlicht. Also da muss ich aber mal fragen, aber ist das realistisch? Also ich meine, gut, es ist ja vorstellbar, dass der Apfel fällt nicht weit, oder der Stamm fällt nicht weit vom Apfel, würde man vielleicht sagen. Meinst du, der Zelensky hat solche Fotos von Joe Biden, wie sie von Hunter Biden? Nicht unbedingt Fotos von Hunter, aber wie gesagt, wir wissen von diesem Burisma-Deal und von dieser Schmiersache, die da gelaufen ist mit dem Sohn und auch noch irgendein Bruder oder Onkel von den beiden. Ist da auch noch, steckt da auch noch mit drin? Also das wissen wir. Vermutlich gibt es aber da noch ein bisschen mehr und das weiß eben Zelensky und deshalb
macht bei. Aber ist es vorstellbar, dass ein Präsident der Ukraine den US-Präsidenten erpresst? Dass der überhaupt nicht in der Machtposition... Nicht unbedingt erpresst, aber wenn ich jetzt weiß, du hast gegen mich irgendwelches Material, ja, dann behalte ich mich doch dir gegenüber zurück. Weil ich weiß, wenn es hart auf hart kommt, dann haut Robert das raus und dann bin ich im Arsch. Ja? Also so würde ich das sehen. Ja? Ich könnte noch eine Geschichte dazu sagen. Ich habe ja viele Bekannte in Skandinavien und die fragten mich, nachdem sie gesehen hatten, wie Bundeskanzler Scholz neben Joe Biden stand, wie ein Schuljunge, und ihm mitgeteilt wurde, dass das mit der Pipeline, dass man Wege und Mittel hätte. Also wir werden einen Weg finden, das zu besenden, hat ja Biden gesagt, und Scholz steht daneben. Und dann war die Frage an mich, die sofort kam, von zwei Leuten, sag jetzt nicht aus welchem Land in Skandinavien, hatte er irgendetwas, mit dem er den Scholz erpressen kann? Gab es da nicht so einen Skandal bei euch? Gibt es da, die haben ja Cum-Ex, das heißt, die haben ja funktionierende Geheimdienste. Ich erinnere daran, dass die Amerikaner mehr Geld für ihre Geheimdienste ausgeben, und zwar ungefähr ein Drittel mehr als Russland für sein gesamtes Militär. Und das Geld versumpft ja nicht nur in Crack und Pfeifen bei Joe, Hunter und Biden. Und in den Mündern von Prostituierten. Da könnte ich auch noch was erzählen. Nee, das mache ich jetzt mal, weil ich habe... Also, aus meinem Schatzkästchen von vielen Gesprächen, ich sage jetzt nicht, wer das ist, ich musste immer dran denken, wenn ihr das jetzt gehört habt, mit Rammstein und Till Lindemann. Ja? Also sozusagen das, was wir alles... Sex and Drugs and Rock'n'Roll hieß das, wir wissen alle... Also deswegen habe ich diesen Scherz gemacht mit der Suckroom für die Tagesspiegel, weil man weiß normalerweise ungefähr, auf was man sich einlässt da. Das heißt nicht, dass es gerechtfertigt ist, was passiert. Dann musste ich aber dran denken, jetzt kommt dieser Till Lindemann, also eine Rockgruppe, wo das zum Lebensstil gehört. Ja? Also es gibt ja auch unendlich viele Groupies. Ich habe das einmal miterlebt und konnte es nicht glauben. Ja? Das ist, ich lasse auch das jetzt weg. Aber... Oh, also mit welcher Massivität Frauen hinter Männern hersteigen, habe ich nie erlebt. Und da war ich neidisch. Dirk muss seinen Groupies keine Drogen verabreichen vorher. Dirk, du musst einfach nur singen hier. Ja, wir verschwinden und du machst deine Show. Ja, was meinst du, was das, dann los ist? Das kann der Robert, aber ich doch nicht. Ja? Also, er wird euch nachher was vorsingen. Aber was ich erzählen wollte, und die Geschichte ist wahr, es gab also Konferenzen mit wichtigen Leuten aus der Sicherheitspolitik, kommt dann Henry Kissinger, aber auch ein ganz wichtiger Mann, eine graue Eminenz der amerikanischen Regierung, der seit 30 Jahren dabei ist. Und der hat sich angemeldet in einem skandinavischen Land und hat gesagt, ich komme hierher, wenn ich jeden Abend zwei asiatische Prostituierte auf dem Zimmer habe. Und jetzt war es, erstmal ist das nicht sehr geschmackvoll, zum Zweiten ist es illegal in dem Land. Und am Telefon war jetzt die typische 25-jährige, gerade frisch im Job, frisch von der Uni, der ist das Gesicht auseinandergefallen, die wusste nicht, was sie machen soll. Soll sie jetzt dem Typ sagen, bei uns, ja. Das könnte er als Einladung verstehen. Also das heißt, was soll sie machen? Und hat dann sich in der Leitung von dem Institut weiter darüber, und dann haben die beraten, was sollen sie denn machen? Und dann waren sie genau in dem, sag ich mal, Minenfeld, dass dieser Typ so wichtig war, dass man versuchen musste, eine graue Lösung zu finden, die ihm ermöglicht hat, jeden Abend seine zwei asiatischen Prostituierten vorzufinden, obwohl es in dem Land illegal ist. Sowas kommt aber nie. Das kommt nicht, wenn ihr jetzt an denkt, wie die Rammstein-Geschichte seit Wochen durchgeht, wo ich mich frage, zu was, für wen, wer hat ein Interesse daran? Und das hier, diese Geschichte, hätte noch nicht mal eine Chance veröffentlicht zu werden, weil russische Desinformation, ganz klar. Das Ganze ist schon mehr als 10 Jahre her, aber ich habe damals gedacht, holla, ja, okay. Ich würde vielleicht, auch wenn das Thema sehr attraktiv ist mit diesen, aber lass uns doch nochmal auf diese langweilige russische Brücke zurückkommen. was ich ja wirklich interessant finde an diesem Seymour Hersh Artikel ist, dass ein amerikanischer Offizieller ihm gesagt hat, natürlich war das unsere Technologie, mit der die Brücke, die Kerschbrücke in die Luft gejagt worden ist. In beiden Fällen. Er hat gesagt, in beiden Fällen, bei der ersten Explosion und jetzt bei dieser auch. Es sei eine ferngesteuerte Drohne gewesen, die halb untergetaucht war wie ein Torpedo
Und Hirsch habe ihn gefragt, ob sie irgendwie mal drüber nachgedacht hatten, bevor sie die Brücke angreifen, ob es vielleicht Vergeltungsmaßnahmen geben könnte. Putin könnte ja auf die Idee kommen, sich das nicht gefallen zu lassen, seine milliardenteure Brücke, 3 Milliarden oder wie viel hat das gekostet? Was macht denn Putin? Und dann sagt er, na, so weit denken wir gar nicht. Unsere nationale Strategie ist, dass Zelensky alles machen kann, was er will. Es gibt keine Erwachsenenaufsicht. Keine Aufsicht, sagen die. Aber ich meine, wenn man sich das jetzt mal überlegt, das ist jetzt das zweite Mal, dass die diese Brücke, das ist ja ein Kriegsakt. Das ist ja wirklich, das ist ja eine Kriegshandlung. Ja? Das ist Staatsterrorismus. Da muss man sagen, dann hat der Putin bislang eigentlich doch recht besonnen reagiert mit diesem Blockade des Getreide. Also ohne, dass ich das jetzt hübsch schönreden will, aber... Schon die ganze Zeit. Also ich meine, in Russland gibt es ja Stimmen, die Putin für ein Weichei halten und am liebsten morgen mit der ganzen Power der russischen Armee, die ja da noch überhaupt nicht zum Einsatz gekommen ist bei der Militäroperation. Ja, ja, wir müssen jetzt, da gibt es etliche Stimmen. Ich gucke mir immer, das kann ich euch auch empfehlen, den Blog von Gilbert Doktorow an, der Amerikaner, der aber in Brüssel und in St. Petersburg lebt, und der guckt immer die russischen Talkshows. So das, was bei uns hier Maischberger oder wie das Zeug heißt, ich gucke das ja nicht mehr, aber der schaut sich das in Russland an und berichtet dann darüber. Und mir war das auch schon aufgefallen, als ich im letzten Mai da war und mit meinem Dolmetscher abends im Hotel da mal durchs Programm gezappt bin. Und der hat mir dann halt übersetzt, was da in den Talkrunden los war. Und ich war total baff erstaunt, was da alles abgeht. Da sitzt der Hardcore-Kommunist, so alter Sowjet-Mensch, und hier auf der linken Seite sitzt echt ein Nazi, ja, so ein Hardcore-Rechter, und dazwischen dann noch so ein paar Liberale, die würden am liebsten mit Amerika kuscheln und so weiter. Also so eine Diskussionsrunde, die gibt es doch bei uns überhaupt nicht mehr. Ja, das ist doch immer nur, wie hieß das, 3 Stühle, eine Meinung, ja. Und in Russland ist das anders, ja, da wird noch diskutiert, ja, und insofern, wenn man sich überlegt, wie das jetzt hier alles läuft, ja, die ganze Geschichte, ja, dann kannst du nur den Kopf schütteln und sagen, ja, also was hat das hier, Dirk hat es vorhin schon gesagt, Meinungsfreiheit, Demokratie und so weiter, wir sind ja alles alte Journalisten, wir haben für die großen Sender gearbeitet, wir können unser Handwerk, sagen wir mal so, wir könnten doch in keinem deutschen Programm mehr irgendwo auftauchen. Ich habe am 11. September 2001, als ich angefangen habe, über diesen Anschlag zu schreiben, dann bin ich habe für viele Radios gearbeitet, Deutschlandfunk, Berlin, RBB und so weiter, war nie ein Problem, ich konnte machen, was ich wollte da, und es hat auch kaum ein Redakteur kontrolliert, weil die wussten, der kann das, den lassen wir mal quatschen. Und jetzt komme ich 10 Tage nach 9/11 zum SFB, zum RBB, zu meinem Redakteur und sage, du, ich habe was gemacht über Mohammed Attas Koffer. Ihr wisst vielleicht, 3 Tage nach dem Abend der Koffer, und da sind alle Beweisstücke drin. Und ich hatte eine lustige Glosse gemacht, gesagt, also wenn man mit so einem Plot beim Tatort antanzt, ja, beim Redakteur, der sagt, also sag mal hier, ein Koran bleibt am Tatort liegen, und am Ende waren es die Islamisten, also bitte, bitte. Ja, und genau das ist ja passiert am 11.9. und ich habe darüber, und die haben das nicht gesendet, ja. Dann habe ich noch 2 andere Sender, für die ich gearbeitet habe. Nee, können wir. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, spinnt ihr? Das ist hier, die Welt brennt. Und dann haben sie gesagt, Matthias, du kannst zu jedem Thema, aber nicht 11. September. Und ich hatte das Glück, damals sagen zu können, oder so zu machen, ja. Weil ich habe dann nie mehr was für den Deutschlandfunk gemacht seitdem. Und
Und das ist die Lage. Und deshalb erfahren wir nichts von Hunter Biden und deshalb erfahren wir nichts von dem, was Seymour Hersh und solche Leute in den USA publizieren. Und wir sind hier wirklich, im, so wie ihr früher im Osten, Robert, Tal der Ahnungslosen. Ja? Na? Ja, wir hatten eine Antenne unterm Dachboden. Ich wollte aber noch, weiß nicht, ob wir den Link dazu haben. Deine Ausgangs- oder Eingangsfrage war ja, wieso machen wir das Ganze über, wieso wird dieser Krieg eigentlich immer noch geführt? Ja, okay, Hunter Biden hat da einen Korruptionsskandal, da macht man eben ein bisschen back the dog, um davon abzulenken, das ist das eine. Aber es gibt ja noch, ich habe das Link da zu dem Text von Dmitri Orlov, ja, den kannst du vielleicht mal kurz anklicken und ich würde da ein Stück vorlesen, weil das hat mir der Dmitri Orlov, sehr guter Autor, ich habe ein Buch von ihm übersetzt, Die Lehre vom Zerfall, der beschreibt, wie eine Gesellschaft kaputt geht, ja, in 5 Stufen. Und da kann man wunderbar gucken, jetzt, wo sind wir denn jetzt gerade? Und Olof hat jetzt einen Text gemacht, The Incredible Shrinking of NATO, und da hat es bei mir, dachte, ja, okay, jetzt habe ich es kapiert. Also, ich lese mal, hab ein Stück übersetzt, ich lese es mal kurz vor. Warum läuft dieser Krieg, von dem wir eigentlich wissen, dass er nicht gewonnen werden kann vom Westen, ja, weil Russland 10-fach überlegen ist, warum läuft das immer noch weiter? Warum opfert man jeden Tag 500, 700.000 Ukrainer da und lässt sie wegschlachten? Das ist doch Wahnsinn, Leute, hört doch auf. So, also, warum? Warum hört es nicht auf? Ja, der Dmitri schreibt hier, die NATO ist ein Club von gefangenen Käufern von in den USA hergestellten Waffen. Darum geht es bei den gepriesenen NATO-Standards, die die Ukraine erfüllen muss, bevor sie als würdig erachtet wird, in die NATO aufgenommen zu werden. Um diese Standards zu erfüllen, müssen die Waffen überwiegend aus den USA stammen. Das ist auch der Grund für all die verschiedenen Kriege, die man sich ausgesucht hat, von Serbien über Irak, Afghanistan bis Libyen und Syrien. Es handelt sich um Demonstrationsprojekte für US-Waffen mit dem Ziel, die Waffen und die Munition zu verbrauchen, damit das Pentagon und der Rest der NATO sie neu bestellen muss. Die geopolitischen Begründungen für diesen militärischen Zweck sind reine Rationalisierung. So warfen die USA zwischen 1964 und 1973 in 580.000 Einsätzen mehr als 2,5 Millionen Tonnen Bomben auf Laos ab. Das entspricht einer Flugzeugladung Bomben alle 8 Minuten, 24 Stunden am Tag, 9 Jahre lang. Was waren die geopolitischen Gründe dafür? Niemand kann sich mehr daran erinnern. Es gab keine. Aber diese Bomben standen kurz vor dem Auslaufen und mussten verbraucht und nachbestellt werden, damit das Geld weiter fließt. Ja? Und darum geht es. Ja? Das Geld muss weiter fließen. Und jetzt hat Pistorius, da unser Minister, gerade wieder mal 20 Milliarden locker gemacht aus der Hüfte. Ja? Also wir sind, die NATO muss diese Waffen kaufen. Die Leopards werden kaputtgeschossen. Aber es gibt auch ein Gegenbeispiel. Es ist nicht nur die amerikanische Rüstungsindustrie, die verdient. Rheinmetall ist doch eine deutsche Firma. Rheinmetall will eine Panzerfabrik in der Ukraine bauen. Und Medvedev hat schon gesagt, gebt mal die Koordinaten durch. Genau. Ja. Also das ist doch irre. Verkürzt die Lieferwege. Ja. Die liefern den Sprengstoff frei Haus. Ja, also die Russen lassen jetzt erstmal bauen und wenn Rheinmetall seine Eröffnungsveranstaltung gemacht hat, dann plopp. Ja? Also das ist doch irre. Ja? Die sind alle, ja, und ich weiß nicht, wie man da rauskommt. Ja? Es ist dasselbe alte Spiel eigentlich. Es ist immer die Rüstungsindustrie, die verdient an den Kriegen, die gibt den einen, das hatten wir doch oft, die rüsten die einen auf, die anderen auf, dann bekräft euch mal, bei dem einmal, wir liefern euch Waffen nach und so weiter und so fort. So, und die verdienen sich genau. Und dämlich. Und jetzt passiert ja, dass eigentlich unsere westlichen Waffen von den Russen reihenweise platt gemacht werden. Ja? Patriot, das super System, kostet, was weiß ich, 400 Millionen, ja.
Blob kaputt. Ja. Leopard, ich weiß nicht wie viel, wir haben bisher 30 geliefert, glaube ich. Es sollen nochmal nachkommen. Die 30 sind auch schon im Arsch. Also das ganze westliche Zeug. Die Russen haben irgendwie 3-4 Tage gebraucht, bis sie sich auf die HIMARS-Raketen eingestellt hatten. Jetzt schießen die 95% davon ab. Dasselbe mit Storm Shadow oder wie das Ding heißt, von den Briten. Ja. Also diese Show, die westliche Waffenindustrie da veranstaltet, ist eigentlich eine Katastrophe für sie. Deshalb haben die Briten zum Beispiel gesagt, unsere Challenger-Panzer, die sind nur für die Verteidigung von Kiew. Die schicken sie jetzt gar nicht vorne hin, weil die auch in 3 Tagen platt wären. Ja. Ja. Da schicken gar keine Abrams-Panzer. Schicken gar keine. Und F-16, was hier immer irgendwelche, ja, wir müssen jetzt F-16 liefern. Ja, jetzt Da muss ich noch mal fragen, also wir haben doch schon vor einem Jahr erfahren, Putin ist schwer krank, die Hälfte der Soldaten ist schon desertiert und die Waffenlager, das reicht nur noch für 3 Wochen bei den Russen und so weiter. Und die Raketen gehen aus. Dirk, jetzt muss ich mal fragen, hat das etwa alles nicht gestimmt, was wir da Ja, ich meine... Kein Kommentar. Was Matthias ja schön beschrieben hat, das ist, wenn wir uns erinnern, der amerikanische Dollar funktioniert darüber, dass fast alle Geschäfte, insbesondere die Ölgeschäfte, weltweit über den Dollar abgewickelt werden müssen. Weswegen die nie auch bei astronomischen Handelsbilanzdefizit, was sie hatten, unter Reagan zum Beispiel, nie in die echte Gefahr einer echten Inflation gekommen sind. Das bröckelt weg. Und das ist ähnlich mit dem hier. Also ich habe ja so ein bisschen Hintergrundwissen, Luftfahrt, und wir hatten F-16, habe ich gedacht, na toll, das ist ein Jahr, und die MiG-29 und F-16 sind ein Jahr auseinander in Dienststellung. Die sind eine Generation Flugzeuge, nur dass die MiG-29 etwas besser war. Sie konnte zum Beispiel, hat eine Startrollstrecke von 280 Metern, die kann auf einem Acker, also auf sozusagen struppigem Gelände mit Steinchen, die können vorne die Dinger zumachen, da wird die Luft von oben angesaugt. Die ganzen russischen Maschinen sind darauf eingerichtet, unter widrigen Umständen zu funktionieren. Das ist ein ganz anderes System. Triebwerk wird nicht gewartet, kommt neu rein, wenn es kaputt ist. Ja? Also die werden immer komplett ausgewechselt. Und es hatte als erstes Flugzeug überhaupt die Kombination von Helmvisier mit der Auslösung von den Waffen. Also das heißt, hat der Pilot in den Helm eingespiegelt bekommen, war also eine Runde weiter. Warum also jetzt F-16? Noch dazu, dass die F-16 auf einem Flugplatz, das Triebwerk hängt da drunter, das heißt FOD, Foreign Object Damage, wenn da irgendwas auf der Rollbahn rumliegt, wird es angesaugt und sorgt für Schaufelsalat im Triebwerk. Also das kann nur von gereinigten Bahnen starten. Da brauchst du 40 Mann, um die Landebahn sauber zu oder die Startbahn sauber zu putzen. Muss sie funktionieren, darf keine Löcher irgendwo haben. Ja. Und das ist auch, hat eine viel, viel längere Startstrecke. Und der Punkt ist, dass der Westen auf diese F-16 eingerichtet ist. Und dann habe ich gedacht, welche Zeiten haben die denn, um die Piloten auszubilden? Also geht man Minimum, also wenn man sozusagen 24-7 arbeitet, von einem halben Jahr eher von einem Jahr aus. Also ist die Frage, was ist das? Und deswegen fand ich das interessant, dass wir Merchants of Death haben. Da gab es schon diese berühmte Karikatur im Ersten Weltkrieg, wo die amerikanischen Banken investiert haben in Europa und dann dafür sorgen mussten, dass auch die Briten gewinnen, als das in eine Situation kam, wo das nicht mehr klar war, also wo es sich verhakte, damit dieses Investment zurückgezahlt werden kann. Und unter diesem Gesichtspunkt sich das anzugucken, ist auch sinnvoll. Also Außenpolitik moralisch zu betreiben, ist sowieso Gaga, ja, weil Staaten haben Interessen und keine Moral. Und unter diesem Gesichtspunkt mit dem Geld sollte man sich das auch nochmal, wir haben 100 Millionen Sondervermögen. Entschuldigung, 100 Milliarden. Aber Vermögen, das sind Schulden. Ja? Also wenn Sie jetzt zur Bank gehen und sagen, ich habe 40.000 Euro Sondervermögen, ja? Wird Ihnen die Bank was husten. Aber wir husten denen nicht, wenn sie uns sowas erzählen. Ja? Vor allem, wo das Geld herkommt, das ist ja das Wichtige dabei. Gut, aber Deutschland stand ja vor der Wahl, liefern sie jetzt nun schwere Waffen oder nicht. Hier im Mai 2022 gab es da noch eine Debatte darüber. Der CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter übte Kritik an Bundeskanzler. So, das war mein Lieblingsding. Ich habe das gelesen und ich habe an meinem Radiowecker Deutschlandfunk und werde geweckt. Und vielleicht mal kurz auf den Bildschirm zeigen, bitte.
Torchane, was gab's? Also die hab mir das angehört und dann war tatsächlich Roderich Kiesewetter und sagte, wer jetzt keine Leopardpanzer an die Ukraine liefert, der will nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Also es war der Punkt, Panzer liefern heißt den Krieg siegreich gewinnen. Er wird beendet und es wird gesiegt. Und das ging dann sogar durch die Talkshow durch. Ja, genau, das ist vom Mai 2022 bei NTV. Der Kanzler will nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, weil er zögert, schwere Waffen zu. Der Kiesewetter hat doch gerade noch mal nachgelegt letzte Woche. Im Interview mit dem olivgrünen Kampfblatt Taz. Ja, das du mal mitgegründet hast. Ja. Wir reden über Hunter Biden, aber was ist mit seinen missratenen Kindern? Jedenfalls, also gibt der Kiesewetter der Taz ein Interview, die druckt das auch unwidersprochen ab und erzählt dann da als neuesten Vorschlag, wo jetzt mit den Leoparden werden kaputtgeschossen da, die haben keine Chance. Ja? Jetzt sagt Kiesewetter, ja, wir sollten mal überlegen, wir haben ja jetzt gesehen, wenn man Putin unter Druck setzt, dann muss er reagieren, wir sollten doch jetzt mal Kaliningrad von der Versorgung abschneiden. Also Leningrad-Blockade 2.0 schlägt er jetzt vor, der Irre. Ja? Also da fragt man sich, Wo wollen die hin? Ja, sie haben keine Chance, da in diesem Krieg auch nur irgendwas zu gewinnen. Ja? Russland ist eine Atommacht. Die NATO hat in den letzten 30 Jahren nur gegen wehrlose Staaten Krieg geführt, die keine Abwehrmöglichkeiten, keine richtige Armee hatten. Und sie ist selbst da, wir sehen das in Afghanistan, ja, von einer Barfußarmee mit Kalaschnikows verjagt worden. Und die wollen jetzt gegen die größte Atommacht der Welt antreten, das ist doch Wahnsinn. Wie gesagt, es geht wirklich nur, deshalb habe ich eben das vorgelesen, es geht nur darum, dass Waffen verbraucht werden, auch die 150 mm Munition, die man jetzt verballert hat, die NATO hat nichts mehr, jetzt müssen wir diese Streumunition liefern da, weil wir die anderen nicht mehr haben. Ja. Die läuft wahrscheinlich auch bald ab, die Streumunition, wahrscheinlich, weil die nicht eingesetzt werden darf. Wahrscheinlich, ja, wie gesagt, es muss da abgelaufenes Zeug, die F-16, wie alt ist die, 70er Jahre oder 80er, das ist ein uralt Gerät, ja, da hat man jetzt noch ein paar hundert, also die müssen verballert, die müssen kaputt gemacht werden. Neu aufgelegt worden, aber die Konstruktion, also die ist sozusagen nicht mehr das gleiche, was da 1976 probiert wurde, aber es ist keine, die neuere ist ja die F-35 und das, was auch interessant ist, dass in den USA ja gesagt wurde, die Ukraine, man wird nicht mit Absicht so weit gehen, die Russen in einen Nuklearkrieg direkt reinzuholen, was zum Beispiel der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, das wäre fatal. Auch übrigens das Abspalten von Kaliningrad. Also diesen Mann sollte man links und rechts vorfeigen, weil das ein Wahnsinn ist, weil das wäre ein Kriegsgrund für die Russen. Das würden die sich nicht gefallen lassen. Aber was wir insgesamt dabei haben, ist eben, dass das Hocheskalieren von mit einer unglaublichen Frechheit. Also wenn man sich das vorstellt, ich habe gerade von meinem Freund Ula Tunander, der hat gerade einen neuen Aufsatz geschrieben über diese, sie erinnern sich alle, kein Inch nach Osten. Und dann wurde ja gesagt, das war ja nur mündlich. Und wir hatten uns damals schon darüber unterhalten, dass die ganze Beilegung der Kuba-Krise war auch nur mündlich. Und was aber jetzt rausgekommen ist, das ist in seinem Aufsatz, wir werden die in den Free 21, also in meinem unbedeutenden Magazin, wo auch hier... Das überhaupt nicht unbedeutend ist. Es ist ein ausgezeichnetes Magazin. Vielleicht, weil die Cover Story ist auch, hat er sich entschlossen, nach 30 Jahren, nach 40 Jahren zu veröffentlichen jetzt, weil wir hatten das immer unter der Decke gehalten, in der Hoffnung, dass wir nochmal drankommen. Und die haben wir mittlerweile beerdigt. Da war BBC dran, da war CNN dran und die haben es alle bleiben lassen. Aber was er gezeigt hat, ist jetzt, dass zum Beispiel tatsächlich Dänemark, dem ja Grönland wird außenpolitisch von Dänemark vertreten und die Westküste von Grönland gehörte mal Norwegen, bis in den Zweiten Weltkrieg rein. Und dann hat Norwegen mit Dänemark haben sich mündlich geeinigt, dass es jetzt dänisches Gebiet ist und das ist völkerrechtlich gültig. Also die These ist das, was Gorbatschow gehört hat, definitiv kein Zentimeter
nach Osten ist, auch wenn es nur mündlich war, das war ja die Argumentation, die wir immer gehört haben, wie so ein schlechter Bausparvertreter oder Versicherungsvertreter. Da haben sie aber nicht ins Kleingedruckte. Ja? Wir haben zwar das gesagt, aber sie haben ja die Unterschrift mit dem Datum nicht darunter. Das ist eigentlich aus völkerrechtlicher Sicht, also das mündliche Wort gilt. Und das ist etwas, was auch noch da, wir haben also eine Kette von Methoden, wo Leute entsprechend das hochfahren. Und wir hatten in der Tagesschau, ich hatte hier übrigens, Röttgen hat das Gleiche wie Kiesewetter gesagt bei Maischberger, keiner will Russland besiegen. Das war damals, wir müssen diese Panzer liefern, wir brauchen 20 Panzer liefern, dann wird Russland besiegt. Und die Tagesschau echot diese Sachen und schreibt dann, was den Leopard so wertvoll macht. Und das sollte man den Leuten jeden Morgen, wenn sie reinkommen, wäre gut, wenn ihnen das jemand um die Ohren haut, was sie da eigentlich die ganze Zeit betrieben haben, weil in welcher schiefen Ebene befinden wir uns denn jetzt? Hattest du nicht mal so ein Foto von so einer Botschafterin, die so einen Leopard? Das war Leopard, die Botschafterin in der Ukraine. Das war die deutsche Botschafterin in der Ukraine, und das wird noch schlimmer, weil dieser Panzer, der mit Leopardenfell, sie kuschelt damit. Das ist der Königstiger der deutschen Wehrmacht aus dem Zweiten Weltkrieg. Das hat sie sich schenken lassen. Ja? Also das ist, stellt euch mal vor, Ken Jebsen wäre auf so einem Foto zu sehen. Was da wohl los war. Ja? Und dann, wie viel Verständnis dafür aufgebracht wird. Ken Jebsen, der mit der deutschen Botschafterin kuschelt? Oder? Mit einem Löwen in den kleinen Machen, oder komme ich her? Die Leopardennummer ist ja jetzt over. Ja. Man kann hier auf den russischen Telegram-Kanälen und Blogs, könnt ihr euch den Militärporno angucken, ja, wie die Dinger kaputtgeschossen werden. Ja. Das weiß auch jeder. Ich habe Kriegsdienst verweigert, ja, ich bin kein Militär, aber ich habe mich schlau gemacht. Und jeder weiß, hier gerade heute oder morgen haben wir auch wieder ein Jubiläum, 80 Jahre geht die größte Panzerschlacht der Geschichte in Kursk. Zweiten Weltkriegs, also ja, die entscheidende Schlacht. Ja. Da sind dann 2000 Panzer gegen 5000 Panzer. Und das war der deutsche Tiger, der hoch überlegen war, den kleinen T-34 oder was sie damals hatten, die ich jetzt noch am Brandenburger Tor stehen hatte. Das sind wirklich Spielzeugpanzer verglichen mit damals auch mit dem schweren deutschen Gerät. Und wenn du das siehst, wie die jetzt hier, die deutschen Politiker, diesen lächerlichen Panzer hochleben lassen, der einfach nur einer nach dem anderen kaputtgeschossen wird. Warum? Du kannst keine Panzerschlacht führen. Da sollten Sie mal General Paulus fragen, damals bei Kursk. Du kannst keine Panzerschlacht führen, wenn du keine Luftunterstützung hast. Das geht einfach nicht. Du musst zuerst mal die Artillerie kaputt machen des Gegners, damit deine Panzer vorrollen können. Und was wir jetzt sehen, seit Wochen auf den, hier in Deutschland wird es natürlich nicht gezeigt, aber auf den Blogs in Russland kann man sich das angucken, wie die Panzer, die Leopard und Bradley, da diese Schützenpanzer der Amerikaner, wie die so vorrollen, 10, 20, 30 Stück mal. Die Russen sehen natürlich alles, die haben keine Luftunterstützung, die Panzer, ja, und werden kaputt gemacht. Und das Patriot-System, das fand ich ja das Allerdollste. 400 Millionen kostet so ein Ding, so eine Luftabwehrbatterie Patriot, die die Amerikaner der ganzen Welt gern verkaufen wollen. Es sind drei Autos, einer, wo die sechs Raketen draufstehen, ein Radar und ein Befehlsstand. Ja, ja, was haben die Russen da gemacht? Sie haben ihre Moped-Drohne, so wird sie genannt, Flying Moped, also so eine Drohne, die, was weiß ich, $200 kostet, da haben sie 10 Stück mal losgeschickt, ja, die fliegt jetzt auf die schießt ihre millionenteuren Raketen ab und dann kommt eine Kindschall von oben und, ja, also lächerlich, wie die da kaputt gemacht werden, und wahrscheinlich haben sie können keine Patriots mehr in die Welt verkaufen. Ja, die russische S-400 und S-500 ist
weitaus besser. Und die kann eben Luftverteidigung. Deshalb schicken die Amerikaner auch übrigens keine Jets, weil sie genau wissen, auch unsere F-35, die soll ja Stealth sein, also unsichtbar. Dann haben sie mal in so einem Wargame geguckt, okay, die Russen haben diese geile S-400, wie können wir die platt machen? Und dann kam bei dem Wargame raus, ja, wir brauchen 12 F-35, um eine Batterie zu erledigen, und von den 12 kommen nur eine zurück. Also sie, ne, sie haben keine Chance. Und deswegen werden jetzt, und das ist wirklich zum Heulen, und wenn ich die Zahlen lese, ich gucke jeden Morgen seit anderthalb Jahren das ukrainische Verteidigungsministerium und das russische, was die jeweils melden. Ich habe schon nach ein paar Wochen gemerkt, die Ukrainer fantasieren wirklich irrsinnig. Da gab es doch auch diesen Ghost of Kiev, der angeblich lauter Flugzeuge abschießt. Also alles fake, ja. Die Russen sind bestimmt auch nicht 100% wahr, ja, aber deutlich näher an der Realität, wie man jetzt sieht. Ja. Und wenn ich das morgens dann lese, dass die wieder 500, 600, 700 Tote, also ukrainische Soldaten, die, das ist doch schrecklich. Und dass wir, der Westen, diese armen Schweine weiter an die Front treiben und sagen, ihr müsst weitermachen. Ihr wisst ja, der Zelensky, dieser Komiker, der wollte ja Frieden machen im letzten März. In Istanbul waren die sich schon quasi einig, bis auf ein paar Details. Ja? Die russische und die ukrainische Delegation, okay, du behältst die Krim und du behältst die Ostrepubliken und wir machen irgendwie so, also das sah schon ganz gut aus. Und dann fährt dieser Drecksack Boris Johnson nach Kiew und nimmt sich den Zelensky zur Brust und sagt, du musst weitermachen und du musst weitermachen und du kommst nur in die NATO und wenn du weitermachst und so, und wir geben dir die besten Waffen. Und so wird die Ukraine wirklich, die Hälfte der Menschen sind schon ausgewandert da und abgehauen und die andere Hälfte wird jetzt irgendwie kaputtgeschossen. Das Land wird entvölkert. Und übrigens das, was du eben erzählt hast, ich habe mir das Town Hall Meeting von Robert F. Kennedy Jr. angeguckt, also das heißt eben aus dem Stand Präsidentschaftskandidaten, der gegen seine eigene demokratische Joe Biden antritt, ist jetzt zwischen 15% und 20%. Es gibt auch eine Umfrage, dass 60% ihn für einen Präsidenten also gut finden würden. Also ziemlich unglaublich. Und der hat genau das. Das ist der Einzige, von dem ich jemals im amerikanischen Fernsehen, außer McGregor, der ja nicht mehr zu Wort kommt bei CNN, also der Oberst McGregor, der Verteidigungsminister bei Trump werden sollte, der sagt solche Sachen. Aber Robert F. Kennedy hat genau diese Geschichte erzählt, weil er nämlich gefragt wurde in dem Treffen, wurde er gefragt, Sie haben ja gesagt, dass Putin bereit war, Frieden zu schließen. Wie kommen Sie dazu? Und dann hat er gesagt, ich rede nicht von der Person, ich rede von diesem konkreten Ereignis, dann hat er das erzählt. Und das sollte man im Gedanken haben. Und ich sage jetzt mal, ich war sogar 2 Jahre bei der Bundeswehr. Ich ertrage es nicht, dass, und da gibt es eine ganze Reihe Leute, das ist nicht so, dass alle Militärs Wahnsinnige sind. Hören Sie sich den Harald Kujat an, einer der vernünftigsten Leute, die wir haben in dieser Situation. Ich ertrage es nicht, dass 350.000 junge Männer geopfert worden sind auf dem Schrein einer Machtpolitik für nichts. Das war keine Verteidigung, die unbedingt nötig war. Es ist ein Verbrechen. Ja? Und das gilt es zu beenden. Und es ist, was ich vorhin noch erwähnen wollte, war, dass jetzt in den USA davon geredet wird, dass eine Lösung wie mit Israel möglich ist. Das heißt, man hat keine, Israel ist nicht Teil der NATO, aber man gibt da jedes Jahr 4 Milliarden hin und davon kommt ein Großteil ja wieder in die USA zurück, nämlich durch Waffenkäufe, was er gerade beschrieben hat. Das ist ein schönes Kreislaufgeschäft, das heißt, man hat einen strategischen Verbündeten, der ja immer in der Gefahr, also ganz, ganz gefährlich lebt. Wir müssen ja überall auf der Welt aufpassen, dass der Antisemitismus nicht so groß wird, weil die ganz in Gefahr sind, also eine Atommacht, ja, die den gesamten Gebiet strategisch mit vollständiger Überlegenheit und sich benimmt wie ein Apartheidstaat Südafrika und zwar identisch so. Aber das alles darf nicht benannt werden, weil wir an der Stelle aufpassen müssen, dass wir, was wir sagen, weil man sofort behagt wird. Und das gibt es auch genügend Leute, Philip Giraldi, Ex-CIA-Mann, der darüber ständig schreibt. Also das ist das Modell, was jetzt für die Ukraine hochgehalten wird. Eine Zusammenarbeit, eine Partnerschaft, in der Waffen geliefert werden. Aber das Furchtbare ist ja für das Land, dass das Land wirklich im Wortsinn ausgeblutet wird. Also ein Großteil
der Männer, es sind viele Tote von den jungen Männern, die wer fliehen kann, flieht, was auch eine vernünftige Reaktion ist, übrigens auch für die Russen, finde ich. Ja. Also ich kann jeden verstehen, der in dieser Situation die Waffe wegschmeißt. Das ist sozusagen Sterben, ja, ist so eine Sache, das sollte einen guten Grund geben, wenn man sich dahin stellt. Ja. Ich erinnere immer an die Cherokee. Das waren, glaube ich, die Cherokee, die hatten zwei Häuptlinge, einen weißen Häuptling und einen roten Häuptling, weißen für den Frieden, der rote für den Krieg. Und alle Entscheidungen des Kriegshäuptlings mussten durch den Rat der Frauen abgesegnet werden. Das war sauklug. Ja. Ich hab ja gerade von der... Hallo. Ich habe ja gerade von der Religion der großen Mutter erzählt, wenn du jetzt vom Rat der Frauen redest. Es kommt natürlich darauf an, welche. Ne? Also Frau Merkel hat ja 8 Jahre lang, das muss man ja sich auch, es gab von die... Von der Leyen. Ich wollte noch mal kurz hinweisen, wo wir eben die verpasste Friedenschance in Istanbul vor einem Jahr. Aber es gab ja Minsk, dieses Abkommen, was unser Steinmeier ja auch unterschrieben hat. Ja, also da ging's ja genau darum. Und die Merkel und der gesamte Westen, ja, hat das nur torpediert und rausgezögert und ja zunichte gemacht. Und sie wollen offenbar auch jetzt, wo schon, ja, ich weiß nicht, 250.000 Ukrainer ins Gras beißen mussten, es ist ihnen immer noch nicht... Ja, die Russen 1-10. Ja, ja, okay, aber Russen gehen auch drauf, aber deutlich weniger. Und deshalb, man kämpft nicht gegen einen haushoch überlegenen Gegner. Das ist doch der Punkt. Ja, wenn die Russen genauso eine Gurkentruppe wären wie die Ukrainer, dann könnte man die kämpfen lassen. Aber das ist doch irre. Ich kann doch nicht gegen... Stellt euch doch mal vor, Mexiko greift morgen die USA an. Ja, das wäre doch Irrsinn, ja. Und China baut Basen an der Grenze und unterstützt die Leute durch Lieferungen von Kampfflugzeugen. China. Was wäre da? Ja, ja. China will ja jetzt in Kuba. Das fände ich geil. Also die Chinesen sagen jetzt, wir wollen jetzt in Kuba eine kleine Marinestation machen, ja, und so. Und da müsst ihr mal lesen, die flippen aus, die Amis, ja. Also, dass jetzt der Chinese vor ihrer Haustür, und da könnten die ja spionieren, oh, ja. Und deshalb finde ich das super, als ich die Nachricht las. Und ich hoffe, die Chinesen treiben das noch ein bisschen weiter und sagen, ja, wir machen das jetzt, ja. Also, in China, in Kuba eine kleine chinesische Basis, die Russen könnten mit den Mexikanern reden, ja. Also, das sollten die jetzt mal machen, ja. Also, wir können uns doch nicht der Rest der Welt... Wir erinnern uns daran, als die Russen sagten, dass sie Interessen haben in diesem Gebiet. Also das heißt, es ist ja ein Ranrücken der nuklearen Apparate an Moskau ran mit 6 Minuten Flugzeit. Das ist der Punkt, wo klar war von Anfang, seit 2008 war klar, dass das nicht akzeptabel ist, wo was weitergeführt wurde, also in die Richtung. Und wenn man das jetzt umgekehrt wurde, dann gesagt, im Zusammenhang mit Osterweiterung und dieser ganzen Diskussion, dass es das nicht gibt, regionale Interessen von einer Supermacht. Es gibt nur das souveräne Recht der Staaten, der NATO beizutreten. Und deswegen wäre das jetzt mal, wäre die Lackmusprobe, aber die brauchen wir gar nicht. Wir wissen alle, wie die aussehen würde. Es gibt keine, deswegen heißt es ja regelbasierte Ordnung, weil es nicht um Recht geht. Bei Recht ist ein Prinzip, das Prinzip des Rechts ist die Gleichheit, dass vor dem Recht alle gleich sein sollen. Und regelbasierte Ordnung hat eben auch die Mafia. Und da ist es ganz klar, die regelbasierte Ordnung heißt, einer bestimmt, wie die Ordnung aussieht und die anderen haben, sich entsprechend zu beugen, und wenn nicht, dann. Ja, dann, das ist die Sache. Und deswegen, aber wir haben uns, ich habe es ja bereits gesagt, wir haben uns so mit Minsk 1 und 2 hat sich Deutschland und mit dieser Darstellung von Scholz bei Biden, wir sind auf der einen Seite Lachstoff für die gesamte Welt und nicht mehr ernst zu nehmen und verlogen. Ja, und völlig zu Recht. Ich sage ja, das ist, wie die Sachsen sagen, durch eigene Schulden die Gogger geraten. Ja, und das ist. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen hier. Ja.
muss jetzt hier mal meinen Heimatdialekt hochhalten, das war kein Sächsisch. Ja. Mit uns, ja? Oh, könnte ich gerade verrückt werden. Brauchen wir gar nicht drüber retten. Lasst uns doch bitte mal, ich weiß, das ist ein ewiges Thema, ich wollte ja noch meinen letzten Senf dazu noch sagen. Du bist der Moderator. Ich frage mich immer, ich sitze ja in Spanien und ich gucke mir das immer an und ich denke mir, wann checken die Deutschen eigentlich, was da gerade passiert mit ihrem Land? Was muss denn dann noch passieren? Sie checken es nicht. Ich habe gestern die Zahl nachgeschaut, ja, weil ich mir Herrn Habeck in Indien angeguckt habe. Ja. Der den Indern sagt, hört mal, ihr dürft jetzt aber kein Öl mehr beim Russen kaufen und so weiter. Ja. Die lachen sich natürlich tot. Ja. Genauso wie über Frau Baerbock, die nach Saudi-Arabien fährt und feministische Schulpolitik empfiehlt. Ja. Vor allem Indien hat 1 Milliarde Einwohner, Deutschland 83 Millionen sind es jetzt. Das ist also sozusagen ein Piepmatz geht zum Elefanten und sagt, geh aus meinem Stall weg. Genau, so und dieser Habeck fährt da in der Weltgeschichte rum und plappert diesen desaströsen Unsinn. Glauben die das selber? Das muss denen doch als internationalen Politiker klar sein, wie die Machtverhältnisse sind. Keine internationalen Politiker, das sind doch Pappnasen. Ja? Also, wenn der Wirtschaftsminister einer wäre, der sich um die Wirtschaft seines Landes kümmern würde und nicht amerikanische Politik machen, ja, dann müsste er schauen, ich habe mir die Zahlen gerade gestern rausgesucht oder vorgestern, Deutschlands Außenhandelsüberschuss. Im Jahr 2019, ja, wir waren ja mal bis 2008 der Exportweltmeister, ja, okay, das sind jetzt die Chinesen, aber Deutschland hat immer noch im Jahr 2019 220 Milliarden Auslandsexportüberschüsse erzielt, also reichlich exportiert und viel Geld eingenommen. 2022, also 3 Jahre später, ist es nur noch 80 Milliarden. Also das heißt, 2/3 unseres Exportgeschäfts ist flöten in 3 Jahren. Ja, wo soll das, ich sage ja immer, gibt es schon den Habeck-Morgentau-Plan? Es gibt aber super Nachrichten aus Deutschland. Die Inflationsrate ist gesunken von 6,5% auf 6,2%. Ja, aber... Das ist wie früher irgendwie, der beste Deutsche war der und der und dabei hat aber eigentlich ein Amerikaner gewonnen. und wie gesagt, man kann ja gern darüber reden, ja, ist doch gar nicht so schlecht, wenn nichts mehr exportiert wird, ökologisch und bla bla, ja, okay, ja, aber wir sind 80 Millionen Einwohner, jetzt noch 1,2 Millionen sympathische Ukrainer, die auch Geld brauchen, ja, wie will ich die ernähren, wenn ich keine Industrie mehr habe? BASF hat gerade gesagt, der größte deutsche Chemiebetrieb, wir bauen jetzt ein neues Werk, aber nicht hier, sondern in Shanghai. Die Autoindustrie kann hier auch nicht mehr produzieren, weil das die Energie zu hoch ist. Also da muss ich doch einen Plan haben als Wirtschaftsminister. Ja, wie gesagt, Habeck-Morgentau, gut, wir machen jetzt Agrar und wir machen Olivenöl und Hanf und sowas. Bist du dagegen? Nein, ich bin ja gar nicht dagegen. Ich fasse mir nur an den Kopf, wie man die Ökonomie eines Landes derart an die Wand fahren kann, ohne eine Alternative zu bieten, ne? Das wäre ja dann, ne? Oder nichts, stattdessen in der Welt rumzugurken und zu sagen, hör mal zu, ihr müsst aber jetzt hier... Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja, wir gehen ökonomisch pleite, wir sind eine Kolonie von der USA in 10 Jahren. Wir können dann auch, der Euro geht ja auch kaputt, dann können wir wie Puerto Rico oder sonstige US-Kolonien den Dollar einführen. Also das geht doch alles total nach hinten los. Und wie kann jemand, der für die Wirtschaft des Landes oder für die Außenpolitik oder auch eben Olaf insgesamt als Kanzler verantwortlich ist, das einfach ignorieren? Wir hören davon nichts. So, ja. Und jetzt würde ich gerne mal
was wir sonst nie machen. Jetzt würde ich einfach gerne mal von jedem von euch beiden in einem Satz hören, was müssen wir jetzt, was müsste jetzt geschehen? Jung. Diese ganze Ukraine-Geschichte und die Rolle von Deutschland darin zum Positiven zu wenden. Ein Satz. Ein Satz. Militärische Neutralität für die Ukraine und eine Neupositionierung Deutschlands zwischen China, Russland und USA. Gut, das war ein Satz. Dem kann ich mich auch anschließen, ich habe aber noch einen. Das war da schon der Satz, danke. Nein, der Satz dauert ein bisschen länger. Ich finde, wir Deutschen werden jetzt gefordert in der Ukraine. Warum? Wir haben Erfahrung, wie man ein Land teilt. Und ich weiß nicht, wie viele an der Mauer umgekommen sind in 30, 40 Jahren, nur 100, 150, ja, so. Also, wir haben relativ friedlich es geschafft, unser Land zu teilen, ohne uns gegenseitig abzuknallen. Und wir haben damit Passierschein und so weiter das hingekriegt, dass man auch, ich bin ja Westberliner und fand den Mauerfall gar nicht so unbedingt notwendig, weil... Das habe ich mir schon gedacht. Na, doch. Nein, wer in Kreuzberg wohnt, ja, wir hatten es gemütlich da hinten, ja, und jetzt haben wir Verkehr, ja, ist das, ja. Nein, ich will sagen, Deutschland hat gelernt, historisch, ja, wie man das macht, wie man ein Land, was offenbar ja nicht zusammenkommen kann, friedlich teilt. Und genau das müssen wir jetzt in der Ukraine hinkriegen. Dass wir das Land teilen, vorläufig anerkennen. Die BRD hat die DDR vorläufig anerkannt, vice versa und so weiter. So könnte man als Ukrainer vorläufig die Krim und die Ostregion da anerkennen. Und dann sieht man weiter, aber man hört verdammt nochmal auf zu schießen. Ja, das wäre meine Forderung und dass die Deutschen sich dafür einsetzen. Und es wäre ja durchaus auch denkbar, dass irgendwann mal Zustände entstehen, die diese ganze Teilung völlig überflüssig machen, unter völlig neue Vorzeichen stellen und dann gäbe es gar keinen Grund mehr, das zwischen... Bei uns auch passiert. Genau, genau. Es gibt auch die Möglichkeit einer Schweizer Lösung. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, es gibt Länder, die keine Nationalstaaten sind und die Schweiz ist das schönste Beispiel, wo 4 Sprachen gesprochen werden und guckt euch das seit 400 Jahren an, die das sehr gut hingekriegt haben. Es geht. Ich lebe ja meist in der Schweiz seit ein paar Jahren und bin auch entsetzt, dass die Schweiz ihre Neutralität einfach weggeworfen hat. Wie Jacques Bohn, ich empfehle, der Eckhard Sieker ist ja auch hier. Der hat mit Jacques Bohn tolles Interview gemacht. Und das Buch auch. Guckt euch das an, ja, Jacques Bohn, Putin, Herr der Lage oder so ähnlich, Herr des Geschehens. Wirklich tolles Buch. Und ich hatte gerade Besuch von... Bekannten von einem Freund, der überhaupt nicht, sagen wir mal, politisch auf unserer Linie ist und so, eher gut bürgerlich eingetaktet. Und der war ein paar Tage bei mir und ich drücke ihm den Jacques Bohn in die Hand. Der ist ja gerade vor 2 Wochen bei Westend rausgekommen und sagt, hier, und der kam dann nach 3 Tagen, hatte das Buch zur Hälfte gelesen und sagt, du Matthias, das ist ja wirklich super und vieles davon habe ich ja noch gar nicht gewusst. Also man erfährt einfach, der Bo ist ja Schweizer, ist sozusagen gute schweizerische Neutralität oder objektiv. Oberst, wer ihn nicht kennt, Oberst in der Schweizer Armee und war im militärischen Geheimdienst der Schweiz und ich habe also... NATO, UN auch. War für die UN unterwegs, war in der Ukraine, hat die Ausbildung des russischen Generalstabs mitgemacht, das ist jemand, der sehr genau weiß, wovon er redet. Und ich finde, für mich ist er ein Modell für einen Geheimdienstoffizier in einem demokratischen Staat. So genau. Und die Schweiz hat leider, und Jacques Bohn sagt das ja auch, Schweiz hat ihre Neutralität weggeschmissen. Ja? Ich habe neulich mit Daniele Ganser auch gesprochen. Wir haben eine Veranstaltung gehabt in der Schweiz und der Daniele sagte dann, ja, man müsste das nochmal, aber ich bin da zu wenig zu Hause dort, aber es müsste eigentlich mal ein Journalist recherchieren, wie es denn kam, dass in der Schweiz
innerhalb von 2 Tagen, ohne irgendwie Bundesrat, ohne große Diskussion, zack, wurde die Neutralität sozusagen gecancelt und man hat sich dem Sanktionszirkus angeschlossen des Westens. Und Daniele sagt, das müsste man jetzt hier mal recherchieren. Wie kam da, wie kann sowas passieren in so einem, wie gesagt, urdemokratischen Land, dass da über Nacht quasi dann aber, ja, Sanktionen und wir machen jetzt mit. Ich meine, in den vergangenen Kriegen, als die Schweiz noch neutral war, da haben dann die Verhandlungen in Genf stattgefunden und das wirft man einfach weg und schließt sich da der NATO an. Das ist. Ja, die Weltwoche, ja. Darf ich anregen, dass wir zum nächsten Thema übergehen? Wir haben noch einiges vor und wir sind jetzt schon bei 1 Stunde 7 Minuten, wenn ich das richtig mitgezählt habe. Wir werden hier rechtzeitig abgemahnt vom... mit Stromschlag oder wie? Ja, warum? Er hat so einen großen Holzstock. Was macht er mit diesem großen Holzstock? Ist hier strenges Regime, ja. Gut. Nächstes Thema. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, wir reden jetzt gleich noch über Julian Assange und über Nord Stream und über die Aliens. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich gern unseren Unterstützern danken, die uns auch wirklich treu unterstützt haben für unsere letzte Sendung und überhaupt regelmäßig unterstützen. Und wir haben jetzt letztes Mal auch über die Proteste in Frankreich geredet. Deswegen haben wir einige französische Namen hier dabei. Alain schickt 333 Euro und sagt, wer die Wahrheit nicht sucht, versündigt sich an seiner Zeit. Vielen Dank. Merci beaucoup, Monsieur. Vielen Dank. Elisabeth schickt 200 Euro, sagt danke für eure wertvolle Arbeit. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Einer für alle, alle für einen. Christian hat 200 Euro geschickt, einfach mal so danke geschrieben. Achim schickt 105 Euro, sagt für meine Helden, ich habe Steuer zurückbekommen und investiere sie hiermit sinnvoll. Super Idee. Dann schreibt hier Iris, schickt 100 Euro und sagt, vielen lieben Dank für die sensible Berichterstattung über Frankreich im dritten Jahrtausend. Es ist erschreckend, wie viele Corona-kritische Kanäle plötzlich auf alles ausländisch-muslimische eindreschen, während ihr Religion nicht mal erwähnt habt, sondern auf den sozialen Kontext eingegangen seid. Danke. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, wirklich jetzt. Ich weiß nicht, was auf Corona-kritischen Kanälen über Muslime und so gesagt wird. Thomas schickt 100 Euro, sagt Unterstützung für die Leuchttürme in der medialen Finsternis. Vielen Dank, Thomas. Ich möchte an der Stelle übrigens erwähnen, dass ich vorhin von einem anonymen Spender hier auf dem Festival 20 Schweizer Franken in die Hand gedrückt bekommen habe. Vielen, vielen Dank dafür, das zahle ich euch dann 1 Euro aus. Ja. Und ich muss auch noch erwähnen, ihr habt noch jeder ein 100er gut bei mir. Und hier habe ich noch einen Brief bekommen, gerade auch hier mit einer Spende für das dritte Jahrtausend, habe ich vorhin in die Hand gedrückt bekommen, ich habe reingeguckt, es sind 100 Euro drin, also vielen, vielen Dank dafür an diese Person, vielen Dank. Kai hat 100 Euro geschickt, ohne Kommentar. Irene auch 100 Euro. Rita auch 100 Euro. MFG, MWS hat sie geschrieben. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber Jörg macht weiter so, heißt das. Alles klar, vielen Dank. Jörg, 53 Euro. 50 Euro haben wir bekommen von Hannes, von Bachmann, von Edeltraut. 33,33 Euro von Thomas. Er sagt, zum Durchhalten von der GEZ gibt's ja nichts ab. Das stimmt. Anja schickt 30 Euro, Ben hat 25 Euro geschickt und Stefanie hat 20 Euro geschickt. Und das ist übrigens eine tolle Sache, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Müsst das nicht mit 20 Euro sein, aber wenn es 1 oder 3 oder 5 Euro sind im Monat, was wirklich niemandem wehtut, hilft das uns in der Summe sehr, wenn das dann auf unserem Bankkonto eingeht jeden Monat. Das ist auch eine enorme moralische Unterstützung, muss ich sagen. 20 Euro haben wir auch bekommen von Elke. Sie sagt immer wieder Dankeschön für eure wunderbare Arbeit. Und auch von Angelika, Bernhard, Ulrich und noch einem Bernhard haben wir auch 20 Euro bekommen. Tobias schickt 15 Euro, sagt, ihr seid super. Bärbel hatte einen neuen Dauerauftrag über 15 Euro eingerichtet. Bianca 12,50 Euro. Wir haben 10 Euro bekommen, jeweils von Axel, Jasmin, Frank, Alain, Christopher, Gabriele, Sabine, Dieter, Christian. Sabine sagt, liebe Grüße vom Wörthersee. Denise schickt 6,66 Euro, sagt, vielen lieben Dank für eure Zeit und Aufklärung. Ich vertraue euch nahezu 99% blind. Ihr seid mein Stern in der Wassersuppe des Journalismus.
Worte, die wie leere Patronenhülsen bleischwer zu Boden fallen. Weiter so, alles Gute und viel Gesundheit. Liebe Grüße, Stoffel. Gut, 5 € von Evelyn für super Berichterstattung. Macht weiter so, bitte monatlich 5 € abbuchen. Wir können das nicht abbuchen, wir können nur sowas empfangen. Victor schickt 5 €, sagt danke, weiter so. Martin schickt 5 € für außerirdisch guten Journalismus, hat auch einen Dauerauftrag geschickt. Und Ludger schickt 5 € für bedingungsfreie Schenkung im 3. Jahrtausend. Genau wie Danny, Ulf, Peter und Wilfried. Und darüber hinaus haben wir natürlich von all den Leuten, die ich jetzt hier nicht aufzählen kann, die Daueraufträge eingerichtet haben, auch Geld bekommen. Und dafür danken wir euch sehr. Und vielen Dank. Du warst auch dabei wahrscheinlich. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte an dieser Stelle noch einer Person danken, der ich sonst nie in der Sendung danke. Und das ist meine zauberhafte Frau, die hier unten sitzt und sich jetzt wahrscheinlich schämt und nicht aufstehen will. Aber die macht immer die Liste. Vielleicht stehst du doch mal kurz ein, willst du nicht? Ohne meine Frau Anja würde hier nichts laufen. Sie macht immer diese Listen, sie macht die ganze finanzielle Sache, die ganze Steuer, den ganzen Steuerkram und so. Und ohne sie und ihre Arbeit säße ich schon längst im Knast, weil ich keine Ahnung habe von Steuer und das alles. Also vielen Dank dafür. So. Ich mache immer dumme Bemerkungen, weil wenn mich jemand sage, ja, also unser Finanzminister ist ja nicht wie Anja. Ja? Und der Punkt ist, dass sie absolut zuverlässig und 100% ehrlich ist. Und das ist wirklich ein Applaus wert. So, und damit kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Dirk, wir hatten das letzte Mal ja geredet mit dem Professor Braun. Du hast mit ihm geredet über Nord Stream und die Art und Weise, wie diese wichtigste Hauptschlagader Europas eigentlich in die Luft gejagt worden sein könnte. Damals bei dem Interview hatte Professor Braun gesagt, es gibt viele Hinweise darauf, dass es sich um eine thermonukleare Explosion handelt. Und jetzt gibt es aber neue Informationen, die diese Theorie noch zu bestätigen scheint. Der Punkt war, dass Braun ja versucht hat, eine Veröffentlichung zu machen, also Peer Review, das heißt von mehreren Wissenschaftlern aus der gleichen Kategorie. Er ist ein bedeutender Physiker, er ist nicht ein Feldwald- und Wiesenphysiker. 120 Veröffentlichungen, 3600 Mal zitiert, mehrere Veröffentlichungen in Nature. Und er kriegt niemanden, der mit raus will, weil an dieses Thema ranzugehen, muss man schon eine gewisse Tollkühnheit besitzen. Und dann gab es eben immer Gegenargumente. Und ein Gegenargument war, auch wenn diese Explosion, die ja nur zwischen 1 und 3 Kilotonnen stark war, also ein Wasserdom aufwölbt im Meer, aber kein Feuerball, dann gibt es trotzdem eine Aerosolwolke, die entsteht durch die Explosion, die dann nach außen abgast, die er nachweisen konnte, dass sie sich bewegte. Und dann heißt es, da drin braucht man aber notwendigerweise auch radioaktive Isotopen. Und was er gefunden hat, all diese Messwerte sind sehr schwer zu kriegen mittlerweile. Also das heißt, er hat ja gezeigt, dass das, was veröffentlicht wurde, als Graph der Explosion, also Graph heißt die bildliche Darstellung, die seismografische Darstellung der Explosion, stimmte nicht. Und er hat dann gezeigt, es gibt eine, also wenn er sagt, es könnte dafür sprechen, der Grund, warum ich darauf gegangen bin, weil ich gehöre zu den Leuten, die follow the science, ja, bin ich dabei. Allerdings auch in diesem Fall, das machen dann viele nicht, sie folgen nur so lange der Wissenschaft, wie es gesellschaftlich mit Karrierechancen verbunden ist. Das ist in diesem Fall nicht so. Es gibt eben 6 Messwerte, darauf hat er hingewiesen, die nicht anders erklärbar sind als durch eine thermonukleare, also eine Mini-Wasserstoffbombe. Ich habe heute im Autofahrt ein Gespräch mit jemandem gehabt, der sich sehr gut mit Friedensforschung auskennt, der keine Ahnung hatte davon. Also wir haben jetzt mittlerweile diese Atomwaffen, die in Büchel modernisiert werden, die also Deutschland im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe mit Tornados in die Gegend fliegen würde. Das sind M61 Wasserstoffbomben und die sind skalierbar zwischen 0,2 Kilotonnen und 40 Kilotonnen. Wir können also quasi am Schieberegler einstellen, wie stark die, ich werde morgen dazu einiges erzählen in meinem Vortrag, wo sie einstellen können. Und trotzdem ist es dann so, also der Punkt ist, dass diese thermonuklearen Waffen eine sehr hohe Sprengkraft haben, aber keine hohe Verstrahlung. Es gibt auch das Gegenteil, das ist die Neutronenbombe. Sehr viel Strahlung, sehr wenig Sprengkraft. Und heute ist man auf diesem Kontinuum, kann man quasi alles abbilden. Und was
Braun gezeigt hatte, er hatte in der Schweiz Messwerte gefunden von Cäsium 137, das ist ein Isotop, was nur entweder bei einem Nuklearunfall, also Tschernobyl, Fukushima ist das ausgetreten, oder bei Nukleartests, und das ist in der Schweiz gemessen worden mit einem Zacken, was mit der Windbewegung passt, zu den ungefähr einen halben Tag auseinanderliegenden zwei Explosionen. Auch das ist interessant. Wir wissen, wenn ich jetzt frage, ich habe lauter Zuschriften bekommen, aber es gab doch drei Explosionen, aber es gab doch vier Explosionen oder es gab doch sechs Explosionen. Wir wissen es alles nicht. Sie haben keine solide Information, wo diese Sprengladung angebracht wurde und wie viele es waren. Wir haben zwei Messwerte, zwei seismische Messwerte. Und diese seismischen Messwerte, das war ja eines der entscheidenden Argumente, was mich von Anfang an überzeugt hat. Es gibt auch so, übrigens Nuklearsatelliten funktionieren, es gibt bestimmte Spezifika bei einer nuklearen Explosion, worauf zum Beispiel die Satelliten, die darauf ansprechen, getuned sind. Und eines davon ist, dass bei einer Nuklearexplosion der größte Zacken am Anfang ist. Das können wir vielleicht, wenn wir es zeigen können. Was er jetzt gefunden hat zusätzlich zu Cäsium ist, Das sieht man doch jetzt hier an diesem Spike hier von der nordkoreanischen Explosion, also, ne? Genau, das heißt, das sind hier, wenn Sie sehen, links, also sozusagen, das ist ja über die Zeit abgetragen, links ist immer der stärkste Zacken. Das ist einmal eine Messstation in Schweden gewesen, eine in Finnland, und Sie sehen, ich gehe mal hin, sehen Sie ja diesen Zacken, das ist der größte. Und das hier ist eine Nuklearexplosion in Nordkorea. Und jetzt hat mich jemand darauf hingewiesen, ich habe mir das dann angeguckt, und zwar, Sie erinnern sich vielleicht, dass im Jahr 2020 in Beirut eine riesige Explosion im Hafen war. Das waren 2750 Tonnen Ammoniumnitrat, also eine chemische Explosion von ungefähr 3 Kilotonnen. Ja, drei. Und das ist, wenn sich, so sieht das aus. Und wir können sich vorstellen, das ist natürlich auch unter Wasser. Das sind jetzt 3 Kilotonnen, das ist das Äquivalent. Wenn Sie sehen, es sieht ein bisschen wie eine Atombombe aus, aber das ist nur die Druckwelle. Und das Video ist unglaublich. Also wenn Sie sehen, das ist apokalyptisch. Das ist ungefähr die Stärke, die unter Wasser gezündet worden ist. Und hier ist eine auf der Richterskala 3,1. Und das haben wir auch. Wir haben 2,3 haben wir in Bornholm, und in Kaliningrad, das war ja eine der Besonderheit, haben wir 6,1 auf der Richterskala gemessen. Also das heißt, es ist ja eine Druckwelle erzeugt worden, die Richtung Kaliningrad gerichtet wurde. Das ist in dem Vortrag, auch in dem Interview von dem Professor Braun drin, eine Merkwürdigkeit dabei. Also man sieht, was das für eine Gewalt ist, die da rauskommt. Und wir haben mittlerweile, was er mir geschickt hat, es gibt zwei neue, nämlich für Beryllium und für Kobalt sind auch Isotopen, also auch die einer bei einer Atombombe, einer nuklear, also thermonuklearen, einer Wasserstoffbombe rauskommen. Und das war etwas, die habe ich dann auch viele Zuschriften bekommen. Das sind dann, ich habe selber ja einen Vortrag gehalten über Hiroshima und Nagasaki, und die ersten Wasserstoffbomben brauchten eine Atombombe als Zünder. Das war erste Generation. Wir sind aber bei der vierten. Und da brauchte man, das ging bis zu einer Gewichtsklasse von einer Tonne, die man gebaut hat. Heute können Sie die in der Größe einer Thermoskanne bauen. Und man weiß nicht genau, wie sie gezündet werden, aber nicht mehr mit einer Atombombe. Es gibt dazu, und wenn Sie sich damit beschäftigen, wie sowas gezündet wird, haben Sie viele Freunde am Telefon plötzlich. Kann ich Ihnen vorschlagen. Ja? Ich hatte einen, lass dich jetzt weg. Und das ist das Neue, was wir haben hier. Das hat er, kommt jetzt in seine Arbeit mit rein. Sie sehen auf dieser roten Linie, Die rote Linie ist ein bisschen blöd, weil sie jetzt den Zacken versieht, aber Sie sehen, wie da die Zacken hochgehen. Und das ist zeitgleich, ist also die Messung von drei radioaktiven Isotopen. Das heißt, was ist das? Cäsium 137, Kobalt 60 und Beryllium 7. Also das sind einfach, Isotopen sind ja sozusagen mit der Neutronenanzahl im Kern unterschiedlich. Aber das sind Sachen, die bei Nuklearexplosionen auftauchen. Und das war immer die Antwort von Professor Braun, wenn ihm gesagt wurde, aber wenn das stimmt, was du sagst, muss doch folgender Messwert irgendwo zu finden sein. Und das Gleiche gab es ja für die, was er auch fand dann, das war die Temperatur. Er sagt, du kannst keine Bombe zünden und dann passiert mit der Temperatur im Wasser nicht, wo er eben zeigen konnte, 5 Grad war der Anstieg von der Wassertemperatur in der Ostsee in der Tiefenschicht, als dieses Ding gezündet wurde. Also das ist, der Punkt ist, dass ich das deswegen veröffentlicht habe, weil Braun sagt, es sind 6 Messwerte, für die es keine andere Möglichkeit gibt,
als eine thermonukleare Explosion. Das gehört jetzt hiermit dazu, wenn wir das als einen Messwert betrachten, nehme ich mal zusammen. Und dann muss eigentlich jemand, der dagegen argumentiert, sagen, das kann ich aber auch erklären durch etwas anderes. Und wenn jetzt vielleicht nochmal, ich habe auch den Graph von der Explosion in Beirut, der ist im Link drin. Das ist auch nochmal hier, das ist alles von ihm, ist in unserem Skript. Da muss ich bitte nochmal meinen Bildschirm ausblenden, da muss ich nochmal in meine... Um Ihnen mal zu zeigen, wie eine chemische Explosion im Verhältnis zu einer... Sie haben das ja gesehen, es gab erst einen Pilz, den Sie gesehen haben, und dann kommt diese, explodiert die ganze Lagerhalle mit den 3 Tonnen Ammoniumnitrat als Düngemittel, glaube ich. Das hier oder was? Das da drunter. Ja. Israel Defense. Also da sehen Sie, das erste ist die erste Explosion, die Sie gesehen haben in dem Film, also dieser erste Zacken. Aber dann sehen Sie, dass das hier hoch und wieder runter geht. Also nicht wie bei den Explosionen, die Sie eben gesehen haben, hier hoch und dann abfallend, sondern es fängt hier an und steigt dann an. Das ist charakteristisch für eine chemische Explosion. Weil mir auch Leute geschrieben hatten, es gibt doch gar keinen Unterschied zwischen einer nuklearen Explosion und einer chemischen Explosion. Und genau das ist das. Also es ist, wenn man es so will, ist es sozusagen wie eine gematschte Zitrone und das andere ist ein Dreieck, wenn Sie es angucken. So, und was ist denn jetzt nun die Reaktion davon? Also hat es denn Reaktionen gegeben auf unseren Bericht, auf den Vortrag von Professor Braun? Sollte sich da nicht jetzt mal vielleicht irgendjemand dafür interessieren, zum Beispiel der BND oder das Bundeskanzleramt oder irgendwie die Polizei oder irgendwelche Politiker? Es muss doch irgendjemanden geben, den das interessiert, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse darauf hindeuten, dass dort Nord Stream 2 durch eine thermonukleare Explosion in die Luft gejagt worden ist, was ja nur eindeutig auf einen staatlichen Akteur hinweisen, so auf jemanden, der Ahnung hat und der solche Bomben bauen kann. Also ich will das jetzt noch nicht alles spoilern, aber ich bin angesprochen worden, auch Professor Braun, also Professor Braun natürlich wichtiger als ich, aber ich bin jetzt sozusagen der mit dem Mikrofon, das heißt, die interessieren sich schon für mich, gehe ich davon aus, ja, aber aus anderen Gründen. Es ist etwas in der Mache. Also es haben ja viele Leute, zum Beispiel das hier ist bereits im Winter an die Leute in der linken Fraktion geschickt worden. Also das heißt, Professor Braun hat das versucht zu streuen. Er hat es an Jeffrey Sachs geschickt, der das... An die UN? An die UN, an den UN-Sicherheitsrat. Er hat es an den Kreml geschickt, er hat es an Weiße Haus mit dem Versuch, eine Nachricht zu kriegen. Ich habe es an eine ganze Reihe von Kollegen weitergereicht. Und es ist so, dass alle sozusagen... das ist aber eine hart, dicke Nummer. Den Ball flach halten, eben nicht follow the science. Eben. Science hieße ja, ich habe ein Argument und das Argument funktioniert über Vernunft und wenn es richtig ist, muss ich es als gültig betrachten. Aber es ist an dieser Stelle ist dann sehr politisch. Also die Wissenschaft wird sehr politisch. Wir hatten ja was Ähnliches mit Covid, wo diese Veröffentlichung war in Nature, wo 20 Wissenschaftler gesagt haben, es handelt sich um einen natürlich entstandenen Virus, wo wir heute wissen, dass diese Arbeit unter Druck, so ähnlich wie Twitter und Facebook, zustande kam, was die Wissenschaft natürlich schwer beschädigt. Das war in Nature, also in der wichtigsten, Nature und Science sind die beiden wichtigsten Publikationen, so wird es auch gerankt. Also es ist etwas in Bewegung, es sind Leute, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie sich dafür interessieren. Ich lasse das mal dabei, bis das rausgeht. Also es gibt parlamentarische Bewegungen in dieser Richtung. Es ist ja, also dass die Russen da sich zurückhalten, das kann ich mir gut erklären, weil wenn das jetzt tatsächlich bestätigt wird oder Fact ist, ja, was heißt das? Du hast es ja erwähnt, wir haben es in der letzten Sendung auch besprochen und der Braun zeigt das ja auch in seinem Vortrag und auf seinen PowerPoint-Sachen, dass das ganz gezielt eine Druckwelle auf Kaliningrad war. Ja? Also dass es nicht zufällig da in die Richtung geht, sondern dass man das gezielt gemacht hat. Und dann müssten die Russen ja doch das als Nuklearangriff sozusagen auf interpretieren und stellen Sie es einfach umgekehrt vor. Sie sitzen jetzt in Russland und kriegen von Ihren Wissenschaftlern erzählt, wir haben da eine merkwürdige Sache in der Ostsee, sieht aus wie eine kleine Thermonuke, ein Mini-Nuke. Und wenn Sie das jetzt öffentlich machen, darüber reden, sind Sie gezwungen, darauf zu reagieren, und zwar in einer gewissen Härte. So, ja.
Ja, und, also weil, und weil in Russland eben durchaus eine Fraktion existiert, den Putin, der Putin viel zu soft ist und der muss doch jetzt, ja, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass da auch der Ball eher flach gehalten wird, weil man ja das nicht eskalieren lassen will. Es wird eine Antwort geben. Also wenn Sie sich vorstellen, man würde dann, es würde so sein, dass man das nicht, man muss reagieren, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass man Scholz-artig ist. Genau. Ja? Genau. Man muss etwas tun. Oder Scholzig. Sagen wir, oder rumbeerbockt. Ja? Also das heißt, man muss etwas tun, aber das wird nicht unbedingt öffentlich sein, sondern es wird eine entsprechende Antwort auf andere Wege gegeben werden. Und ich habe den Verdacht, ich werde morgen ja darüber reden, dass Sergei Karaganov, also einer der intellektuellen Schwergewichte, der hat jetzt einen ganz, also ich finde, widerlichen Aufsatz geschrieben, über, dass man eventuell mit taktischen Nuklearwaffen eingreifen muss, um einen größeren Atomkrieg zu verhindern. Und das könnte eine dieser Reaktionen sein. Das ist nämlich, wenn Sie sich vorstellen, es ist ja nicht unbedingt nötig, diese Bombe mit einer thermonuklearen Waffe zu zerstören, die Pipeline damit zu zerstören. Das ginge auch anders, also so wie wir es gehört haben. Nicht mit 250 Kilo kriegt man nicht diese Sache hier hin. Aber das wäre ja möglich. Und das heißt, es ist eine Botschaft. Eine Botschaft, wenn es stimmt, es ist eine Botschaft, die an die Russen gesandt worden ist von den Amerikanern, die in sozusagen in Mitte des Krieges als die Sache in eine Grabenkriegssituation Erster Weltkrieg gelangt ist, wo man sagt, wir können auch noch ganz anders, ja, und auch diese Sache, das was er beschreibt, diese Druckwelle Richtung Kaliningrad, das wäre jetzt eigentlich auch eine Aufgabe, sich darüber Gedanken zu machen, was soll das denn bedeuten, weil es ist ja wie eine, ich erinnere mich an Richard Nixon im Vietnamkrieg, Madman-Strategie, dass man sagt, wir machen jetzt Sachen, von denen die andere Seite nicht versteht, was es ist. Es ist nicht rational, damit die nicht wissen, was wir noch alles bringen würden. Das ist, also das nennt man Madman-Strategie. Das sind alles Dinge, die eigentlich besprochen werden müssten jetzt. Ja? Also das heißt, man müsste sich damit auseinandersetzen. Man könnte ja auch, aber vor allen Dingen müsste man erstmal Argumente haben, die sagen, Professor Baun, das stimmt aber gar nicht, weil wir haben auch seismische Graphen, die sehen ganz anders aus. Ist aber nicht so. Und wir haben auch, das ist Kobalt 60, das fliegt ja ständig hier in der Gegend rum. Oder irgendetwas in der Art. Also das heißt, die reagieren ja gar nicht. Wenn Sie sich erinnern, war das von Anfang an der Fall. Das heißt, es wurde gesprengt und dann hieß es dunkelraunend über Monate, das war der Russe, Putin, selber. Und erst als Seymour Hersh mit dem Artikel rauskam, dann kam die nächste Variante, wir haben da eine Taucher mit Flossen von Hertie, genau, und so einem kleinen Segelboot. Ja. Und wahrscheinlich war Robby auch dabei. Ja. Und hat Sie haben das an dem, also das haben wir haben dann ja eine, und dann haben wir neue Varianten davon erfahren. Das sind alles Kennzeichen, nicht, deswegen nochmal, was für mich jetzt, bei den Sachen, es geht jetzt darum, Fragen zu finden, die man an offizielle Stellen stellen. Und das Erste ist, sag uns doch mal, was passiert ist. Wann ist denn, wie viel Uhr ist eine Explosion? Nach eurer Ansicht, mit welcher Stärke hat die stattgefunden? Und welcher Schaden ist damit angerichtet worden an der Pipeline? Das ist alles Suppe. Ja, und die, ich sag nochmal, die Jacqueline Nastitsch und Sarah Wagenknecht haben ja eine Anfrage gestellt, wir haben es das letzte Mal erzählt, ich sag's aber nochmal kurz, im Bundestag, und haben die Antwort bekommen, sie kriegen keine Informationen dazu, weil es das Staatswohl betrifft. Und es gibt eine Third-Party-Rule, das heißt, da ist ein Geheimdienst eines befreundeten Staates involviert und deswegen kann man keine Informationen geben. Und es wird auch keine Informationen, so wie jetzt mit dem nächsten Thema, was wir haben mit den UFOs, für einen geschlossenen Kreis geben, sondern es gibt überhaupt keine Information. Das heißt, deswegen sage ich, Gewaltenteilung für den Arsch. Ja? Das Parlament kontrolliert nicht, was da los ist. Und dann gibt es noch etwas, an das ich Sie erinnern möchte. Sie haben vielleicht alle mitgekriegt, damals, als das die Explosion war, hatte ja auch Deutschland, ich glaube, das war Marine und BKA, wo ich mich gewundert habe, haben ja Taucher hingeschickt, die dann runter sollten. Die mussten ja wieder zurück, weil sie gar keine passenden Anzüge dabei hatten. Genau, die offizielle Begründung war, sie sind wieder zurückgefahren, weil sie, als sie ankamen, gemerkt haben, dass die Ausrüstung nicht richtig war. Wenn Sie jetzt, ja genau, was ist denn das? Das ist auch eine Botschaft. Wenn Sie natürlich in einen Atomkrater reintauchen, ist vielleicht schon so, dass einige Leute nicht der Meinung sind, dass das die richtige Variante wäre. Das heißt, all diese Verhaltensweisen sind zu erklären und es findet bei uns nicht statt. Was wir sehen ist,
in der Tagesschau das Gleiche, was wir gezeigt haben mit den Panzern, mit den Leoparden, wo sie uns erzählen, das habe ich gar nicht vorgelesen, wo die Baerbock noch sagte, dann hat das zitiert den ukrainischen Außenminister, der dann sagte, dass Deutschland unbedingt diese Panzer liefern muss, damit das Sterben in der Ukraine ein Ende hat. Ja? Okay. Also gut, Nord Stream wird mal nochmal spannend, habe ich den Eindruck. Und vielleicht wird diese Aufklärung eben nicht gerade von den offiziellen Seiten vorangetrieben, sondern von anderen Stellen. Und bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Und wir werden da weiter dranbleiben. Bevor wir aber zu den... Mit Sicherheit nicht von staatlichen Stellen, sondern das kommt jetzt entweder von außen, also das heißt journalistische Aufgabe von mutigen Wissenschaftlern wie Braun, der mit Sicherheit mit der Güllekanone bearbeitet wird demnächst. Also je mehr davon an die Öffentlichkeit kommt, umso mehr wird er zu leiden haben. Und wir können hoffen, dass es dissidente Kreise gibt in der Politik. Ich befürchte, es wird gar nichts passieren, weil das ist am 11. September ja ganz genauso gewesen, vor 22 Jahren. Also das ist so ein Klops, so ein dickes Ding. Ja? Also was bedeutet, gesetzt den Fall, jetzt kommen noch 5 andere namhafte Wissenschaftler und Nature oder Science veröffentlichen den großen Artikel, dass es so war. Ja? Was würde das bedeuten? Das würde doch bedeuten, unsere Regierung müsste komplett zurücktreten, die sich um nichts gekümmert hat da. Ja. Es würde bedeuten, die US-Regierung müsste vor den Kadi, die NATO, also wir sind ja Mitglied der NATO und die USA auch. Also wenn ich meinen eigenen Partner irgendwie mit Nuklearwaffen angreife, hallo, was ist das denn? Also es würde alles auseinanderfliegen. Ja, es würde die NATO auseinanderfliegen, die US-Regierung und diese lächerliche deutsche Regierung gleich mit. Also so wird es doch aussehen, vermute ich. Ja? Richtig, und deswegen ist das so clever, weil diese Aktion von alleine dafür sorgt, dass sich niemand damit beschäftigen will. Da muss man nicht hingehen mit der Pistole und sagen, du redest jetzt nicht, sondern du brauchst überhaupt nichts sagen. Du brauchst nur zugucken, wie der anfängt zu denken und sagt, das ist auch die Reaktion. Lieber die Finger weg. Ja, Jungs, mir wurde gerade mitgeteilt, dass wir etwa in einer halben Stunde die Starkstromelektroden unter unseren Hintern scharf gemacht werden, wenn wir noch nicht fertig sind. Deswegen würde ich jetzt gerne Tempo geben. Wir stehen ja sowieso unter Strom und ich möchte gerne zum nächsten Thema kurz kommen, bevor wir noch zu den Aliens kommen. Was gibt's denn Neues von Julian Assange? Ich habe übrigens ein tolles T-Shirt in die Hand gedrückt bekommen hier. Vielen Dank dafür und ich möchte noch mal kurz zeigen. Was gibt's Neues von Julian Assange? Wir haben da, glaube ich, einen Link. Ne? El País International hat darüber geschrieben, aber auch in Spanien ist das eine große Nachricht. Genau, in Spanien. Denn es ist ja eine spanische Firma, um die es hier geht. Erzähl du. Nee, wir haben doch jemanden, der Spanier ist. Du bist ja der Spanier, ich kann ja überhaupt nicht. Das ist aber Englisch, ich kann kein Englisch. Ach so, okay. Nein, also es gab ja diesen Skandal, dass eine Überwachungsfirma oder eine Sicherheitsfirma, die für die Sicherheit der äquatorianischen Botschaft in London zuständig war, die Überwachungskameras umgerüstet hat von einem Tag zum anderen und dann waren da plötzlich auch Mikrofone drin. Was Julian Assange und seinem Anwaltsteam dann auch schon komisch vorkam. Deswegen haben die sich dann verdrückt und haben dort ein Zelt gebaut in dem einen Zimmer, wo dann auch noch andere Sachen gelaufen sind. Aber da sind ja auch 2 hübsche Kinder draus entstanden, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Jedenfalls ist es rausgekommen, dass diese Sicherheitsfirma ja für die CIA oder an die CIA diese Daten sofort weitergeleitet hat. Es gab sogar eine direkte Kommunikationsverbindung, glaube ich. Oder die CIA hatte, glaube ich, einen direkten Kanal zu diesen Kameras. Und jetzt gab es weitere Untersuchungen, weitere Recherchen zu dieser Firma. UC Global heißt sie. Und da kam heraus, dass diese Firma auch noch für andere lateinamerikanische Diplomaten ausgespielt hat, um sie oder ausgeforscht, ausspioniert hat, um sie dann erpressen zu können mit diesen Unterlagen. Also das
Das, wir haben ja schon öfter über dieses Verfahren berichtet, was in Spanien läuft, gegen den Chef dieser Firma, ja, der dann eben während Assange noch in der Botschaft war, dann in den USA war und zurückkommt und seinen Leuten sagt, ey, hier, wir sind jetzt ganz groß eingestiegen. Das heißt, er hat einen Deal gemacht dort mit den Amerikanern, dass sie also dick im Geschäft sind jetzt, ja. Und der Typ hat offensichtlich auch anderweitig, ja, Geschäfte gemacht, ne? Nämlich eben, ich weiß nicht, in welchen Ländern habe ich jetzt... Hast du das? Er hat, also die Firma wurde ja von der Regierung von, also Correa hieß ja der, Correa hieß der Präsident von Ecuador. Ja. Und als der dann, von denen wurden die angestellt und als der dann abgetreten ist, schreibt El País, hat die Firma dann auch Correa ausspioniert, nachdem er aus dem Amt geschieden war, um diese Informationen an seinen Amtsnachfolger und politischen Gegenspieler Lenin Moreno weiterzuleiten. Und die Töchter hatten auch Trojaner auf ihren Handys installiert, die von dieser spanischen Firma 2014 noch geliefert worden sind, als ihr Vater Präsident war. Und mit diesen Trojanern war es möglich, volle Kontrolle über die Nachrichten und Konversationen dieser beiden Teenies zu erlangen, während sie in Frankreich studiert haben. Ihre Eltern waren nicht darüber informiert. Jetzt ist also der Laptop von diesem Chef David Morales konfisziert worden nach seiner Festnahme 2019 und da erscheint der Name CIA mehrere Male auf externen Festplatten und da wurden Projekte und Operationen abgespeichert, bei denen UC Global mitgemacht haben. Und das ist alles ein riesengroßer Skandal, an dem man sieht, dass die Geheimdienste gar nicht mehr selber sich die Finger schmutzig machen, sondern die werden dann eben solche Sicherheitsfirmen beauftragt, wird outgesourced, ja. Spanische Firma ist wahrscheinlich auch billiger als wenn sie es machen. Und man muss da doch auch einfach nochmal, Dirk hat eben den Rechtsstaat, glaube ich, erwähnt, ja, dass vollkommen grotesk ist, dass ich jemanden vor Gericht bringe, dessen Anwälte und dessen Verteidigungsstrategie ich vorher abgehört habe und so. Das wäre, also wenn nach einer in einem normalen Rechtsstaat wäre der Prozess sofort erledigt. Du kannst doch niemand, also es gibt das Anwaltsgeheimnis, ja, dass du mit deinem Rechtsanwalt vertraulich verhandeln kannst. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann kann ich kein Strafverfahren führen gegen jemand. Also eigentlich hätte schon vor 3 Jahren oder wann kam das da mit UC Global zum ersten Mal, wir haben ja da schon öfter drüber berichtet, hätte man sofort sagen, sorry, jetzt ist das Strafverfahren gegen Assange geplatzt, weil ich kann ja nicht jemanden abhören, ja, und ihn dann hinterher anklagen. Das funktioniert, also so funktioniert jedenfalls in einem Rechtsstaat das Strafverfahren nicht. Und deswegen muss man sagen, zu dieser ganzen Abhörgeschichte in der Botschaft, damit ist eigentlich ein rechtsstaatliches Verfahren gegen Assange aus formalen Gründen schon desavouiert. Das kann nicht mehr stattfinden. Und sind wirklich dreckige Sachen, die diese Firma gemacht hat. Also die haben Bodyguards für den Präsidenten gestellt, für Diplomaten. Und jetzt sind also auch in einem Safe im Hauptquartier der Firma in Jerez de la Frontera sind intime Bilder eines Diplomaten aufgetaucht auf einer Festplatte, die ein UC Global Mitarbeiter einmal in der Nacht von der privaten Festplatte des Diplomaten runterkopiert hat und dann weitergegeben hat. Das muss man sich mal überlegen. Also wenn ihr mal Bodyguards braucht, geht nicht zu UC Global. aber zurück zu Julian Assange. Wie sieht es da aus? Gibt es da Neuigkeiten? Lass uns das schnell zum nächsten. Es gibt keine Neuigkeiten, was die Auslieferung und das Verfahren in England derzeit betrifft. Aber wir haben hier unser gemeinsamer, kann ich ja wohl sagen, Kandidat für die US-Wahl 2024. Ja, der ist auch der einzige von diesen Politikern in den USA, der das klar sagt. There is no America without a free press. And there is no free press without Julian Assange. Das ist der Punkt, ja. Und
möchte auch noch mal daran erinnern, Robert F. Kennedy Jr. war bei der ersten Corona-Demonstration da als Hauptredner. Entschuldigung, bei der zweiten, von mir aus, war meine erste Entschuldigung, meine erste. Also die Kann man große, den Bildschirm wegschalten, bitte? Die große. Und das ist auch schon, also der hat sich jetzt, deswegen bin ich wirklich, es ist sozusagen unser Kandidat, kann man sagen, weil er ihn mehrfach bereits gezeigt hat. Das ist eine Kategorie, die zum Beispiel, wenn ich es vergleiche mit Sarah Wagenknecht, die sich sehr, 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 sehr vorsichtig verhält mit all den Sachen. Wir durften zum Beispiel in Free21, ich wollte mal von ihr eine Sache, die sie, Sarahs Wochenschau oder wie das heißt, ja, wollte ich abdrucken, wir haben keine Genehmigung bekommen. Ja. Also das ist so, da muss ich aufpassen, wo ich auftauche. Und Robert F. Kennedy, wenn Sie sich das anhören, wie der redet, das ist für mich Balsam. Man könnte fast wieder Vertrauen schöpfen, dass da was anderes möglich ist. Auf jeden Fall ist das vitaler als alles, was ich bei uns sehe. Ja. Ich habe Ihnen Ich habe ja ein Buch über seinen Onkel gemacht. Das kommt auch im Herbst nochmal raus, weil im Herbst ist der 60. Jahrestag der Ermordung von JFK. Und Robert F. Kennedy sollte, wenn er weiter im Wahlkampf ist, nicht durch Dallas fahren. Wäre mein Rat. Ja, also wie gesagt, das ist ja jetzt, wir haben vorhin kurz über Trump und geredet, wie der Deep State sozusagen dafür gesorgt hat, dass dieser Trump desavouiert und fertig gemacht wird. Jetzt mit AFK kommt ja noch, ja, kommt ein seriöser Kandidat, der nicht nur intellektuell oder so dem Donald da weit überlegen ist, sondern eben auch aus dieser berühmten Familie stammt und so weiter. Ja. Und da wird es sehr interessant sein, denke ich, zu beobachten, wie man jetzt, es läuft ja schon die ganze Zeit, wie man versucht, den Bobby rauszumobben, ja, aus diesem Kandidatenrennen, weil ich glaube, ja, 16-18% aus dem Stand, ohne dass er jetzt schon groß Wahlkampf eigentlich gemacht hat. Er hat eine tolle Rede gehalten und macht jetzt diese Townhall-Meetings und die, also Treffen in den verschiedenen Rathäusern und Diskussionen, aber die Demokraten verweigern das. Also stellt euch vor, die Wandermumie Joe Biden würde diskutieren mit einem wie Kennedy. Also das können die Demokraten auch überhaupt nicht zulassen, weil jeder würde sofort sehen, ja, dieser selbstfahrende Präsident, der ist gar keiner. Ja? Und von daher müssen sie das verweigern, dass Robert da jetzt diskutiert mit dem. Also es wird, vermute ich, befürchte ich, keine wirkliche Kandidatendebatte zwischen Kennedy und Biden. Oder wenn Biden doch noch wegen eben hier Korruption impeached wird, das wird hier jetzt gerade überlegt, ja, und Biden weg muss, dann kommt diese Camelia oder wie heißt sie, Harris, ja, die ist ja auch Stulle, die Frau. Ja, also aber es passieren auch noch ganz andere, wirklich interessante Sachen im US-Kongress. Und damit würde ich gerne zum nächsten Thema übergehen, bevor der Mann hier drüben den Starkstromschalter umlegt. Denn wir hatten vorhin gesagt, das House Oversight Committee, dass diese Untersuchungen gegen Hunter Biden und Whistleblower von der US-Steuerbehörde IRS vernommen hat, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, ja, das FBI hat diese Beweise vor den FBI dem IRS vorenthalten. Das hat wenige Tage danach eine andere Anhörung gemacht und bei dieser Anhörung sind Leute aufgetreten, die hier vereidigt worden sind. Ich gucke mal gerade, ob ich hier die Stelle finde, wo sie vereidigt werden, denn das ist ein wichtiger Punkt. Diese drei Männer hier, die wir hier sehen, sind drei Militärs, einer Geheimdienstler, Mr. Graves, Mr. Fravor und Mr. Grush in der Mitte. Es handelt sich um zwei US-Marinepiloten und einen Whistleblower aus der UAP Task Force. Das ist die Stelle, die von der US-Regierung eingerichtet worden ist, als es diese Enthüllungen gab, Dezember 2017 mit den UFO-Videos aus dem Pentagon und so weiter und so fort. Und der sagt, die Amerikaner haben seit 90 Jahren
ein Bergungsprogramm für UFOs und hätten auch biologische, also hätten auch Leichen geborgen, hätten auch biologische Reste geborgen von dieser nichtmenschlichen Intelligenz, wie Sie sagen. Es gäbe einen internationalen Kalten Krieg um die Bergung und Nachentwicklung von solchen Trümmerteilen auf der ganzen Welt. Es sei nicht nur in Amerika so. Und das Ganze sei also verfassungswidrig vor der Oberaufsicht von dem US-Kongress vorenthalten. In Amerika hat das eingeschlagen wie eine Bombe, in deutschen Medien nicht so. Wobei ich sagen muss, dass doch nachdem diese Anhörung am 26. Juli gelaufen ist, doch das Interesse der Medien in Deutschland groß erwacht ist. Also ich war schon überrascht, wer da alles sich bei mir gemeldet hat und wer alles darüber berichtet hat. Sogar die FAZ hat darüber berichtet, das war der Riss in der Matrix schlechthin. Tagesschau natürlich nicht. Also die haben das in ihrer Apothekenzeitung nicht gefunden. Deswegen berichten die da nicht. Aber wenn das so ist, denn dieser Mann, den wir jetzt hier gerade sehen, David Grusch, das ist ein sehr hochrangiger Mann, der über jeden Zweifel erhaben ist, was seinen Hintergrund angeht. Ob das stimmt, was er sagt, wissen wir natürlich noch nicht. Aber der Punkt ist, dass diese Leute, die dort hinten sitzen, diese Kongressabgeordneten, die haben und Leute aus dem Intelligenz, aus dem Geheimdienstausschuss, haben schon selber mit diesen Insidern aus diesen Geheimprogrammen geredet. Die direkt an diesen geborgenen UFOs arbeiten und versuchen, diese Technologie nachzubauen. Und dann frage ich mich jetzt würde ich das gerne mal mit euch kurz noch diskutieren, bevor wir hier zum Schluss kommen, ist das nicht eine Sache, wenn das stimmt, dass das alles über den Haufen wirft und alles völlig in den Schatten stellt, über was wir hier gerade geredet haben und dass in Zukunft die Diskussionen völlig anders laufen werden? Müssen wir etwa sogar unser Sendekonzept umstellen? Nein, das nicht. Aber ich finde es, für mich war das so, als ich damals, wirklich lange her, fast 20 Jahre, ich habe 2005, habe ich 4 gedreht, 5 ist gesendet worden, UFOs, Lügen und der Kalte Krieg. Das war damals sensationell und das ging auch unter anderem, weil Arte ein deutsch-französischer Sender ist. Das ZDF ist der einzige Film von mir, von diesen Produktionen, der nicht im ZDF von vornherein abgelehnt wurde und auch nicht ausgestrahlt worden ist. Und ich habe damals im ZDF nach Material gesucht, ob ich vielleicht im Archiv was finde, was ich verwenden kann. Und da gab es 3 Berichte. Die waren alle, dass in Roswell Verrückte sich treffen, die entweder also nicht zurechnungsfähig sind und in Alien-Kostümen rumlaufen und haha. Das ist das Einzige, was es im ZDF dazu gab. Und das ist, diese Zeiten, können wir sagen, müssen jetzt vorbei sein. Und dann gibt es eine zweite Sache, wenn jetzt diese Dinge, wenn auch nur, sag ich mal, ein Viertel von dem, und das ist ja, die Behauptungen sind ja keine Behauptungen von jetzt jemand, den sie irgendwie aus der Psychiatrie rausgezogen haben, sondern das ist jemand mit, das Interessante an Grusch ist, dass er unglaublich hohe Sicherheitsfreigaben hat. Das Ganze läuft ja in den USA immer über die Sicherheitsfreigaben. Viele von den Leuten, die ich interviewt habe, zum Beispiel bei meiner Area 51-Sache, die drehte sich ja um sowjetische MiGs in amerikanischem Besitz, die eine Staffel draus gemacht haben. Und die Leute, die daran beteiligt sind, das sind dann Leute, die sind Piloten aus der Air Force oder aus der Navy, aber die Leute, die daran arbeiten, sind Ex-Militärangehörige und die brauchen ihre Sicherheitsklassifizierung, damit sie daran arbeiten können. Das ist quasi der Grundstock, wie man dann weiter, nachdem man 10 Jahre im Militär ist, weiterarbeiten kann. Und das ist eben die Leute, die jetzt hier die da rauskommen, sind, wie du gesagt hast, die sind auch mit Glaubwürdigkeitsbekundungen von ihren Vorgesetzten versehen worden. Also noch, was ich dazu noch anmerken will, ist, das Interessante ist auch, dass dieser Untersuchungsausschuss, den wir jetzt hier vielleicht gleich wieder auf dem Bildschirm sehen können nebenbei, dass der behindert worden ist bei seiner Arbeit, denn sie haben versucht, den in einer abhörsicheren Einrichtung zu befragen. Anders geht das nicht, denn der ist ja Geheimnisträger. Das ist so vorgeschrieben, sonst macht er sich strafbar. Und die haben es nicht hingekriegt, einen abhörsicheren Raum zu besorgen. Sie mussten, die Abgeordnete Anna Paulina Luna hat gesagt, sie mussten durch so viele Reifen springen,
um eine zeitweilige Freigabe zu bekommen und so weiter. Aber die scheinen jede Menge Sachen zu haben. Der Abgeordnete Matt Gaetz hat gesagt, also er ist auch Mitglied im Streitkräfteausschuss, er hatte die nötige Sicherheitsfreigabe, war auf der Eglin Air Force Base und hat dort nach langem Diskutieren dann doch endlich die Möglichkeit gehabt, mit einem Piloten zu sprechen, der selber ein krasses UFO-Zwischenfall gesehen hat und auch Video, also Foto gesehen hat und Radardaten gesehen hat, sagt, das war völlig klar, das ist nichts Menschengemachtes und er versteht nicht, wieso das nicht öffentlich gemacht wird. Und die ganze öffentliche Diskussion um UFOs dreht sich ja immer nur auf so um Stammtischniveau, ja. Ja, warum hat das nicht mal jemand schon mal fotografiert oder könnte diese Fliege vielleicht ein UFO gewesen sein oder sowas? Und wenn du dir überlegst, was das Militär ja feststellen kann mit seinen Sensoren, müssen die da noch ganz andere Sachen im Schrank hängen haben. Aber nochmal, Matthias, was denkst du denn dazu? Würde das nicht, wenn es da wirklich seit 90 Jahren ein Bergungsprogramm von nichtmenschlichen hochentwickelten Fluggeräten und sonst was für Zeug gibt, davon müssen doch die Regierungen wissen, das müsste doch hinter den Kulissen eigentlich das wichtigste Thema sein. Gibt es da vielleicht hinter den Kulissen eine völlig andere Diskussion und die Spielregeln laufen völlig anders, als was uns hier so erzählt wird? Und was soll das Ganze dann hier? Ja, also ich glaube ja, UFOs sind nichts Neues. Die gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Die Menschheit wird schon immer von, wie immer wir das nennen, ja, begleitet von Wesen oder Maschinen wegen mir auch, die wir uns nicht erklären können. Hier, du hast in unserem dreidimensionalen Kästchen sozusagen. Also insofern, dass seit 90 Jahren man da jetzt irgendwelche Sachen gefunden hat und Reengineering versucht, wie haben die das gemacht und die tolle Flugeigenschaften von den Dingern und so weiter, das ist natürlich hochinteressant. Aber, wie gesagt, ich glaube, es ist nichts Neues. Also, der Vater von Charles Darwin, der war auch Naturforscher, ja, und hat auch Bücher geschrieben. Und der hat schon damals, im Ende des 19. Jahrhunderts, geschrieben über die Natur und zum Beispiel über Elfen. Ja, ja, es gäbe im Wald immer oder auf den Wiesen so ähnlich wie die Kornkreise, sowas beschreibt er, aber im 19. Jahrhundert, es gäbe da immer niedergetrampelte Gräser, ja, und das wäre die Stelle, wo die Elfen tanzen, und wenn einer in den Elfenkreis gerät, dann vergisst er die Zeit oder kommt zwei Jahre später in seinem Dorf wieder an, obwohl er glaubt, er war nur 10 Minuten weg, solche Geschichten, wie gesagt, im 19. Jahrhundert, ja, das entspricht den Entführungsszenarien und all den Sachen, die wir heute aus der UFO-Geschichte kennen. Und ich habe mal, das ist jetzt schon 25 Jahre her, war ich auch mal auf so einem UFO-Kongress und habe mir das alles angehört. Und da war auch Erich von Däniken. Und den finde ich super, muss ich sagen. Ja, Erich ist ein Schweizer Kellner. Ja, und der hat, also ob das alles stimmt, was er schreibt, aber ich fand ihn unheimlich gut. Und dann habe ich mit ihm ein Interview gemacht. Ja, ich war ja damals noch bei der Taz, ja. und habe den Erich gefragt, ich habe ihn später auch nochmal getroffen, gefragt, ja, Herr von Däniken, jetzt, Sie haben da erzählt, UFOs und so, warum landen die denn nicht einfach vorm Weißen Haus und nehmen mit uns diplomatische Beziehungen auf? Und ich also, würden Sie diplomatische Beziehungen mit Hühnern aufnehmen? Ja? Da sind wir wieder bei den angesprochenen Dimensionen sozusagen. Ich glaube, wir können das UFO-Phänomen nicht erfassen oder verstehen hier mit unserer Physik, mit unserer sozusagen dreidimensionalen Ratio, kommen wir da nicht viel weiter. Ja? Und wir sind Hühner. Ja? Und wenn das so eine Hyper-Super-Technologie ist, dann ist die von Leuten, die den Hühnern weit, weit, weit überlegen sind. Und wir als Hühner haben auch Schwierigkeiten, mit denen Kontakt aufzunehmen. Wir können ja nur gackern. Ja. Also, schönes Schlusswort. Ja. Wir wollen es nicht sagen. Ich rede jetzt einfach weiter. Ich habe aber jetzt eine ganz reale Zeit. Ja.
5 Minuten noch. Oh. Jetzt kommen wir mit Einstein. Also, kann man relativ machen dann. Also, die, was mich fasziniert hat, als ich das untersucht habe, dieses Thema, und ich bin ja nur ausgegangen in meiner Doku, wie es behandelt wurde. Also das heißt, wie ist mit dieser Information umgegangen worden? Und die Quintessenz war, es hätte in den Bereich der Wissenschaft reingehört, es ist aber in den Bereich der nationalen Sicherheit gefallen und das sind zwei vollkommen unterschiedliche Systeme. Wenn was in den Bereich der Militärgeheimdienste geht, sollen nur ganz wenige Leute etwas darüber wissen und der Rest kriegt Bullshit erzählt und soll nichts verstehen. Wenn es im Bereich der Wissenschaft geht, dann ist es wenigstens von den Regeln her so, dass man alle Belege, die man hat, öffentlich machen muss und eine öffentliche Diskussion innerhalb dieser Gemeinde der Leute, die sich darüber unterhalten können, hat. Und das hatten wir nicht. Aber die Amerikaner, jetzt nochmal, ich behaupte, dass das eine gewisse Vitalität trotzdem, auch wenn das Land so schräg ist, wie es ist, über die Hälfte der Amerikaner glaubt nicht, dass ihre Regierung ihnen die Wahrheit erzählt dabei. Die sind etwas anders drauf in Bezug auf diese Frage, ist die Regierung, macht die für mich etwas Gutes? Ich habe ja aus der Schulklasse meiner Tochter, habe ich welche, die sind bei der Antifa, die, und die sagen, du glaubst doch nicht, dass der Staat dir einen Impfstoff verpasst, der für dich schlecht ist. Warum sollte er es denn tun? Das ist die Antifa, das sind die Linken heute, die also nicht glauben, dass der Staat irgendwas macht, was nicht in Ordnung ist. Ja? Und das ist, das ist der helle Wahnsinn. Aber die, das heißt, die Amerikaner sind da, und das ist jetzt, was wir jetzt erleben, ist ja der Dammbruch, dass man sagen muss, Moment, und jetzt bin ich gespannt, was kommt. Also ich habe ja den längsten Eintrag im Psiram überhaupt. Und dieser Eintrag beruht auf diesen Äußerungen zu UFOs, obwohl ich mich strikt wissenschaftlich äußere. Diese Leute machen zum Beispiel keine Einträge jetzt zu dem Nord Stream 2-Ding. Ja? Aber sie sind sozusagen so eine Art Glaubenskongregation, die das festlegt. Die müssen jetzt ja alle zurückrudern. Das interessiert mich. Was kommt denn mit dem Spiegel, der uns 50 Jahre erzählt hat, das sind... Effekte von Trieb, optische Effekte von Wetter, ja, und auch Heißluft, die von den Infrarotsensoren der Jäger erfasst worden ist. Wenn wir das jetzt alles gesehen haben, was machen diese Leute dann? Und dann bitte an Sie, das wäre jetzt mein Schlusswort, behalten Sie es gut im Kopf, weil denken Sie dran, glauben Sie niemand, glauben Sie auch nicht uns, überprüfen Sie, was Sie hören. Sie werden mit Absicht verladen, Sie werden von Idioten verladen, Sie werden von Leuten verladen, die keine Ahnung von Recherche haben, aber glauben Sie nicht alles, was Sie hören und sorgen Sie dafür, dass andere Leute zu Wort kommen. Also eigentlich wäre die Aufgabe, die daraus entsteht, ist, dieses ganze GEZ-Modell muss in Bezug, das ist jetzt eine Messlatte, wie oft haben Sie denn vernünftig darüber berichtet? Wie oft haben Sie überhaupt eine abweichende Meinung zugelassen? Da müssten wir bei 3,5 Milliarden rauskommen jetzt, so wie wir berichtet haben. Also, wir können noch eine Stunde machen. Das heißt, nein, wir beenden das jetzt. Wir beenden das jetzt. Es wird ein extrem spannendes drittes Jahrtausend, das muss ich sagen. Also als ich angefangen habe 2007 mit dieser ganzen UFO-Geschichte, hieß der Laden ja noch Deutsche Initiative für Exopolitik und Freigabe der UFO-Technologie. Und jetzt sind wir so weit, 16 Jahre lang, dass der US-Kongress von der Regierung, verdächtigt, dass sie solche Sachen haben, dass es Insider gibt, die sagen, wir haben sowas, und dass der Regierung, dass der Kongress fordert, dass diese Technologie bekannt gegeben wird. Und ich muss auch mal jetzt mal wirklich mal eine persönliche politische Meinung jetzt hier mal sagen. Also wenn das stimmt, dass die dort Technologie haben, überlegene Energietechnologie, ja, denn mit Erdöl kommen die UFOs ja wohl nicht angeflogen, das ist klar. Die müssen irgendwas haben, um diese Raumzeitverzerrung. Da brauchst du enorme Energie dafür. Ich glaube, die benutzen Flüssiggas aus USA. Bestimmt. Fracking. Fracking-Gas wird nach Zeta Reticuli geschifft und dort. Ja, aber wenn das so ist, dass die sowas haben, dann muss man doch feststellen, dass es genau das wäre, was wir jetzt brauchen könnten, um den Kahn aus dem Mist zu ziehen. Und dann müssen diese Technologien an die Öffentlichkeit kommen. Das ist wichtig, so abgefahren das klingt. Und man muss sich auch die Frage stellen, ob die Erde überhaupt jemals in diesen Zustand hätte kommen können, wenn sie das Zeug
nicht geheim gehalten hätten, denn aus irgendeinem Grund wird diese Technologie ja hier gelandet oder abgestürzt oder quasi gesät, damit wir irgendwas draus machen. Das wird ernsthaft diskutiert in Kreisen von den UFO-Forschern. Also, ihr seht, es gibt noch viel zu besprechen in diesem Sendeformat. Wir werden es nicht komplett umstellen, aber ich denke, wir können hier und da auch mal ein bisschen ein kleines UFO mit reinbringen, oder? Ja, wir haben ja darüber geredet, auch beim letzten Mal schon, und da war ich derjenige, ich war der ungläubige Thomas, ja, und habe gesagt, dass wir das dann machen, wenn wir tatsächlich, wenn es etwas zu vermelden gibt, was darüber hinausgeht, da hat jemand was gesehen und sagt, was er gesehen hat. Und jetzt ist es eben ein politisches Thema in den USA, wo es Untersuchungsausschüsse gibt. Die Aussagen, die dort gesagt werden, gehen weit über alles hinaus, was ich mich jemals getraut habe zu sagen in irgendwelchen Interviews oder Sendungen oder sonst irgendwas. Das ist dermaßen hammerhart, was jetzt innerhalb eigentlich seit 2017 ging es los und was jetzt gekommen ist. Also es ist in eine riesige Bewegung in diesem Thema drin. Und ich finde es faszinierend, weil es eben den gesamten Informationsapparat bei uns beinhaltet. Ich meine, die New York Times kann wenigstens sagen, sie haben 2017 mitgemacht. Die haben ja, es war nicht so, dass man überhaupt nicht, sozusagen, nicht wie bei uns, nicht wie Spiegel. Spiegel hat 50, seit es den Spiegel gibt, auf dieser Themenseite versagt, komplett. Und haben jetzt das Problem, die müssen das dann hinterher erklären. Und ansonsten, ich kann jetzt singen, wie heißt das? Time is on my side. Also, war nicht ganz richtig, aber das ist das. Die Zeit ist jetzt auf uns. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell ist. Ja? Das hast du mir 2016 schon bei einem Interview gesagt. Bei einem ersten Interview, das wir beide gemacht haben, wo ich dich über deine Doku interviewt habe, hast du schon gesagt, what's up, Zeit ist auf unserer Seite. Und so sehe ich das auch. Leute, die Zeit ist auf unserer Seite. Es bricht eine völlig neue Epoche an für die Menschheit. Macht euch bereit. Schnallt euch an, es wird extrem spannend. Und damit sind wir am Ende unserer Sondersendung hier vom Pax Terra Musica Festival angekommen. Wenn ihr unsere Sendung mögt, unterstützt uns gern unter der Bankverbindung, die ihr unter diesem Video findet. Ihr könnt das Video auch bitte gerne überall runterladen, überall hochladen, haben wir überhaupt nichts dagegen. Geht auch auf unsere Facebook-Seite, auf unseren Telegram-Kanal und auf unsere YouTube-Seite. Und was habe ich noch vergessen? Nichts wahrscheinlich. Vielen Dank, dass ihr beide wieder hier wart. Es war so geil, euch mal in Person zu sehen. Und wir sehen uns bald wieder hier im dritten Jahrtausend.